Ja, und mit diesen weisen Worten willkommen zum Sonntagsstream. Leicht verspätet, aber dafür mit Fingerkondom. Ja. Guten Morgen, Chat, was geht? Beziehungsweise mittlerweile ja schon guten Mittag eigentlich, ne? Haben wir, warte mal, das funktioniert auch hier, ne? Mal erstmal hier ein bisschen kurz checken. Ja, funktioniert alles. Sehr gut. Crazy Clip. Es ist wirklich crazy, ja. Es ist wirklich ein crazy Clip von Annika, muss man sagen. Aber auch ein starker Clip. Annika hat was geschafft? PP? Was ist PP? Personal. Was ist PP? Stunde 15 zu spät? Ja, ist ein bisschen zu spät, I know. Oh, ich habe aber so geil. Manchmal braucht man einfach dieses länger schlafen, als der Wecker ist. Und das war heute immer wieder so. Man ist zwar danach dann auch irgendwie mehr am Arsch als davor. Kennt ihr sicherlich auch, aber manchmal braucht man das irgendwie. Mäusel, danke für 32 Monate Prime und Beilu, danke für 6 Monate Prime. Kuss. Hab seit 10 Uhr gewartet, hast mich geflaxt. Oh, I'm sorry. Das war nicht. Partner Plus. Ah, Partner Plus. Okay. Irgendwie dachte ich gerade, es war auf den Titanic-Clip bezogen und bin dann nicht so ganz auf irgendwas anderes gekommen. Aber gut. Wie kann man eigentlich so krank verschlafen? Naja, ich habe eigentlich nicht so krank verschlafen, wenn ich danach direkt aufgestanden wäre, nicht gefrühstückt und sowas, einfach schnell fertig gemacht hierhin, dann wäre ich sogar noch pünktlich gewesen. Aber ich habe mir gedacht, so, wozu der Ultrastress? Ist doch dann auch blöd, wenn ich dann hier irgendwie abgefuckt da sitze, weil ich mich so beeilt habe und sowas. Deshalb, ja, haben wir es nicht gemacht, so. Guten Morgen, Sonnenschein, das ist auch ein ganz wildes Lied. Hier, Momo, Cyrix, hatte auch letztens in seiner Story einfach ein Bild von seinem Bett und er hat, so ein Kinderschlaflied gehört. Warte mal. Moin auch an den YouTube-Chat, was geht? Schlaf, Kindlein, Schlaf. Hat er einfach in seiner Story gehabt. Schlaf, Kindlein, Schlaf. Ich skippe so meine Stories durch. Alle zeigen irgendwie hier, da. Oh, hier bin ich am Grinden, da bin ich am Machen, hier bin ich am Tun. Und Momo einfach mit diesem Lied. Warum ist das so ein. Es ist einfach ein Ding. Es ist wahrscheinlich Full Copyright auch. I'm sorry, ich mute das für den YouTube-Stream. I'm sorry. Hab Angst vor Copyright. Digga, voll das YouTube. Oh, schön. Wollen wir wieder einschlafen, Chat? Wir machen einfach Schlafstream. Aber wie wild ist das Video? Official Music Video. HD. Okay, bisschen crazy, dass die Schafe da einfach irgendwie über den Nachthimmel laufen. Okay. Aha, ja, nee, nee, ganz normal. Nee, vollkommen normal. Alles ganz normal. Was Schafe so machen. Und das Schaf daneben dran. Okay, ja gut. Na gut, haben wir wieder was gelernt. Machen die Schafe bei mir auch immer draußen? Ach so, okay, ja gut. Vielleicht haben wir ein bisschen verschiedene Schafe da. So. Sorry, aber auf YouTube wird immer alles sehr schnell gesperrt, vor allem wenn man da Sachen in Livestream zeigt und sowas. Deshalb das Risiko wollen wir nicht eingehen. Vor allem, weil auf YouTube ist es halt so, ne, wenn du drei Copyright Strikes hast, dann ist dein YouTube-Kanal weg. Deshalb, ja, machen wir dann lieber nicht. Bei Cannabis-Legalisierung, ja, stimmt, so sehen einige aus, nachdem die Cannabis-Legalisierung durch ist, stimmt, ja. Nee, doch, ist gut geworden. Was sagen wir zu einem YouTube-Video von Schlafkindlein Schlaf? Ich gebe dem Video und der Produktion eine 8 von 10. War schon ein starkes YouTube-Video. War schon stark. Code für Uncut-Runden. Es gibt nicht diesen einen Code, sondern wenn wir starten, später, easy, ab 13 Uhr circa, ist jede Lobby ein neuer Code. Das heißt, ich mache eine Lobby auf und danach bekomme ich den Code erst und den schicke ich dann in den YouTube-Chat. Ich sag Deutschland bald LA. Nee, so schlimm kann es nicht werden. Das ist schon krass dort. Das ist schon krass. Beziehungsweise generell Amerika. Generell Amerika, 12 von 10.
Ich komme in den Live und dann sehe ich Schafe, ja? Auch mal abwechslungsreichen Content machen, oder? So, weiß jemand, ob Fortune's Keep schon in Custom Games eigentlich drin ist? Das habe ich nicht geschaut. Aber wenn sie es immer noch nicht drin haben, dann fühle ich mich verarscht. Dann fühle ich mich verarscht so langsam. Was lese ich hier, Yannick? Wenn die Karamell-Honigwaffel zu sehr reinkickt, dann sehe ich auch Schafe. Die Karamell-Honigwaffel. Ist das irgendwie... Habe ich da was verpasst? Wo kann man den Code dann eingeben? Zeige ich zwar später nochmal, aber ich kann es jetzt zum Start vom Stream auch mal kurz zeigen. Denn, wenn mein Game startet, wäre auch gut. Ah ja. Sind heute weniger Ankerrunden, weil es schon später ist? Weiß ich noch nicht ganz, Yassin. Weiß ich noch nicht. Die sind so Meta. Kenn ich nicht. Aktuell eine Wondel oder BR. Bro, was machen die denn mit den Custom Games? Wollen die das nicht mal? Das wäre echt cool. Also wenn ihr hier im Warzone-Menü seid, ne, dann könnt ihr hier die Playlist aussuchen. Und ganz unten, einmal ganz runter scrollen, ist hier einfach Private Match. Ihr könnt selbst eins erstellen oder ihr könnt einem beitreten. Ich erstelle eins, ihr tretet bei und hier gibt man den Code ein. Also es ist wirklich idiotensicher. Das kriegt jeder von euch hin. Es ist nur die Frage, wer dann halt immer in die Lobbys reinkommt und wer nicht. Ne? Aber wie dumm. Wondel und Battle Royale gibt's. Wie dämlich. Karamell-Honig-Waffeln so mega lecker, aber viel Zucker. Muss ich mal holen. Nee. Das tört mich direkt schon gar nicht. Ich muss ehrlicherweise sagen, so, damit kriegt man mich nicht mehr so gut irgendwie. Vor allem mit so neuen Sachen an Süßigkeiten ausprobieren und sowas. Man kennt das eine oder andere und man kann auch nicht bei allem widerstehen. Beispielsweise eine Sache, die einfach immer geht, ist Maxi King. So, aber, weiß nicht, kriegt man mich nicht so mit so einer Karamell-Honig-Waffel. Und wenn sie krass ist, ja dann okay, aber bringt mir nichts. Was, testest du heute die Pumpe mit dem neuen Aufsatz? Auf gar keinen Fall. Aber ich habe schon gesehen. Warte, kann man die in Custom Games spielen? Bestimmt, oder? Warte mal. Generell erstmal. Challenges. Weekly. Habe ich nämlich von dieser Woche gar nicht gemacht, oder? Oh, scheiße. Attachment Collected. Ich hab sie sogar. Das ist respektlos, was das Ding ist übrigens, ne? Das ist so respektlos. Da frage ich mich aber auch einfach an der Stelle, wieso gibt es sowas? Das Conversion Kit ist von der Haymaker. Das ist, ne, normale Haymaker. Kennen wir. Ist scheiße genug. Das ist das Conversion Kit. Warum? Warum genau jetzt? Also, aus welchem Grund? Also, was das übrigens aus der Haymaker macht, ist erstens 60 Schuss Magazin und zweitens, ihr drückt einmal rein, er schießt, ihr lasst los, er schießt nochmal. So dass quasi jedes Klicken zwei Shots sind. Und dann kannst du halt. Aber was zum Fick? Da sitzen ja Leute in Studios, die denken sich das dann aus. Und dann kommt sowas dabei raus? Mit Schall, der verklickt, das ist bestimmt noch geisteskranker. Schießen kann! Ist nicht so krass, wie man denkt. Ja, besser ist es aber auch. Aber übertrieben viel Rückstoß, aber es liegt auch an den Aussätzen, die ich genommen habe. Oh mein Gott, man schießt irgendwo hin damit.
In der ersten Anker-Runde nur die Haymaker, oder? Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall ganz komisch mit diesen Double-Shots da. Also ich werde sie eh nicht spielen, aber es ist schon geisteskrank, was die da, also auf was für Ideen die manchmal kommen, ne? Also auch gerne mal melden da, Mario. Keiner weiß, Digga. Keiner weiß. Wie kann man auf, was, Emotes auf Twitch erstellen? Oh, ich weiß gar nicht, ob man dafür Affiliate sein muss. Ich glaube, man muss Affiliate sein. Und dann kannst du halt deine eigenen Channel-Emotes erstellen. Ja. Digga, was ist mit dem einen Kollegen hier los? Tun wir das so, ja, ist halt irgendein Troll, aber the fuck? What's the matter with him? Kannst du in Discord schicken, dass sie überall, also dass er überall einfach kurz gebannt werden soll? Aber Digga, es gibt wirklich Leute, die haben ehrlich kein Leben, ne? Er hat sich dafür extra einen Account erstellt oder mehrere Accounts, um so Troll-Scheiße hier rein zu posten, um dann direkt gebannt zu werden. Das lohnt sich ja übertrieben krass. Ich glaube, ich suche eine Runde Wondel Squads jetzt. Ich glaube, ich habe nämlich jetzt ewig kein Wondel gespielt und nur noch Fortune's Keep. Ich glaube, das mache ich jetzt, ja. Ich spiele jetzt Wondel. Warum ist die M13 eine Hasswaffe? Digga, da machst du jetzt aber wirklich, also, da reißt du alte Wunden auf. Ich habe den Warzone 1 einfach nicht gemocht, weil die so Arsch war einfach. Warum spielst du nicht mehr Eiltempo? Weil ich das auf kleinen Maps nicht so wichtig finde. Da finde ich dann Bergsteiger wichtiger. Der ist sofort weg, ja, aber trotzdem. Geht in der Regel schnell, ja. Ja, ja, trotzdem, aber also, naja. Muss man nicht verstehen, manche Leute. Die findest du die Sternencamo, also die Pink-Orange, ne? Was denn, warte mal, da gehe ich jetzt mal raus. Welche Sternencamo? Pink-Orange? Ich weiß wirklich überhaupt nicht, was du damit meinen könntest. Pink-orangefarbene Sternencamo. Das ist zwar ein Banger, aber der ist immer in der Playlist drin, der kommt immer unpassend. Sternentarnung? Die Camo, ja, das ist gefühlt meine Camo hier, ja. Ja, 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 ja. Übel geil, feier ich auch. Bei Spaß? Bei Spaß. Ist das auf Englisch Fun? Ja. Sternentarnung. Wie viele Camos gibt es hier eigentlich, die ich noch nie gesehen habe, die ich auch alle nicht frei habe gefühlt? Wo zum Fick ist sie? Wie viele Camos gibt es hier? Ah, das sind alles so eine MW2-Waffen, ne? Die? Die? Kommt der neue AMG auch mit der Camo, ja. Die ist richtig geil, wird hier in den Chat geschrieben. Out of 10? Die leuchtet im Dunkeln. Geh mit der zum Schießstand. Ich hab die nicht. Ich kann nicht. Geht nicht. Ist das... Das ist Zombie, ne? 20 consecutive kills with the Lachmann-Schraut 10 times without taking damage. In-game 10 von 10. Spielt Deki die? Deki zockt die. Hat jemand einen Clip von Deki, wie er die spielt? Weil es gibt schon Camos, die manchmal in der Vorschau echt scheiße aussehen, dann in-game geil. Aber also das sieht ja jetzt hier gerade so, wie ich es vor mir habe, wirklich nicht geil aus. Ich kann es nicht in-game zeigen, ich habe die ja nicht frei. Vor 3 Tagen Deki-Stream. Skippen wir da mal durch, oder?
Okay, also da spielt er sie schon mal nicht. Ich finde nichts, wo er sie spielt. Hier spielt der Platin-Camo, glaube ich. Kaiser TikTok. Okay. Dicky gerade im Urlaub, ja, genau. Aber er hat ja die letzten, also er hat ja davor gestreamt. Kaiser TikTok einfach. Ich das mal hier lese. Bei Chris kann ich auch auf YouTube ihn, also hat er das auch auf YouTube gespielt, die Camo? Das würde mich jetzt schon interessieren, wenn Leute extra danach fragen. Ihr vermisst die K aus. Ah ja, hier. Da. Das ist die Tarnung. Wichtiger Zoom da vom Cutter. Also ich habe wirklich eine Frage, warum leuchtet die? So sieht die Ingame aus. Also ich verstehe, dass man das dann geiler findet als in der Vorschau. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass er noch Varianten spielt irgendwie unten drunter. Aber bei der Sniper finde ich, sieht es richtig kacke aus. Warte, gleich kommt nächster Cut. Cut, 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 cut. Komm, gib mir den Cut. Ah nee, das ist kein Cut hier. Das passt halt gar nicht zu diesem Gold und sowas. Warum nicht? Ja, ist in Ordnung, aber ich finde es nicht krass. Nee, ich finde es nicht so krass. Heute damit streamen. Nee, nee, wenn wir 13 Uhr Ankerrunden machen, dann reicht es gar nicht bis dahin. Kennst du Henri in der Champions League? Did you mean Thierry Henry? Le Legend? Heißt Legende auf Französisch Legend oder Legend? Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Da ist die Wechselvariante drunter. Ja, das passt halt irgendwie nicht. Das passt nicht. Aber ich würde sagen, das ist meine Lieblingscamo. Die Face Atlanta. Die finde ich am cleansten. Ich bin mittlerweile ein großer Fan von clean und trotzdem bunt und sowas. Also das ist wirklich optimal so. Vor allem bei den Camos von CDL finde ich immer sehr geil, dass die ultra clean sind. Dass da nicht so kaputte Stellen dran sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also hier ist ja alles durchdesignt mit scharfen Kanten und sowas. Und es gibt oftmals, warte, ich habe hier, ich mache hier mal als Beispiel drauf. So, sowas beispielsweise. Da sieht man es direkt. Richtig viele Stellen, wo die Camo so abblättert und kaputt ist und sowas, wisst ihr? Und das ist bei den CDL-Camos nie so. Da sind die immer ganz clean. Oh, Falle hat komplett zugeschlagen. Boah, das ist over, YY, da kommst du nicht raus. Danke für 34 Monate. Unleashed, danke für den 22. Monat. Freue mich, bei euch zu sein. Freue mich, dass du bei uns bist. Kuss. Cubes, danke für 38 Monate. Data, danke für 30 Monate mit Prime. Olli, danke für 18 Monate mit Prime. Celio, danke für 9 Monate mit Prime. Und Kegelpower, danke für 25 Monate. Einen schönen Sonntag gewünscht, ebenso. Kuss. GKS Einhorn-Tarnung, beste. Das ist aus Black Ops 4 gewesen, oder? Schade, dass das immer so eine schlechte Waffe war. Oh, man hat keine Perks in der Pregame, ne? Ich kann auf meine Waffen kein Tuning tun, obwohl sie Max ist. Kennst du ja jemand aus? Oh mein Gott. Krass. Das ist crazy. Crazy, dass es Leute gibt, die das nicht wissen. Dass es Tuning nicht mehr gibt. Dann war man wirklich raus aus Warzone. Aber good for you. Gibt's nicht mehr. Was ein Hackmeck, danke für 28 Monate auch. Ja, moin, Abo-Falle Kick. Ja. Da gibt's keinen Ausweg auch. Und Paschka, danke für den frischen Sub. Willkommen im Stream. Kuss. Danke. CDL Ultra Camo ist geil. Die finde ich nicht so clean irgendwie. Die hat mich nicht so abgeholt.
Wann gehen die Ankerrunden los? 13 Uhr. Ah, sogar frischer Prime, ne? Perfekt, wird mir auch nicht richtig angezeigt. Also Tippy Stream kann es auch nicht richtig auslesen. Bei Paschka steht dabei New Sub Tier 1. Das ist aber ein Prime gewesen. Naja. Was ist Tuning? Tuning gab es in Warzone 2. Da konntest du jeden Aufsatz oder fast jeden Aufsatz nochmal tunen. So einen Aufsatz, der Rückstoßkontrolle und sowas gegeben hat, da konntest du dann nochmal ausgleichend machen. Okay, Rückstoßkontrolle nach oben schrauben. Dafür verlierst du an ZV, aber kriegst dann nochmal ein bisschen mehr Rückstoßkontrolle aus dem Aufsatz raus und sowas. Du musstest jeden Aufsatz, den du drauf gemacht hast, nochmal extra tunen. Was ist hier für ein Schlachtfest? Alle tot einfach, außer da hinten. Aua. Großaua. Große Aua. Slowhand, danke für den Prime 4. Nein, Markus. Das ist so YouTube-Clickbait. Also die K98 gibt's nicht. Du kannst halt die XK Stalker nachbauen und kannst damit eine nice Close-Range One-Shot-Headshot-Sniper nachbauen. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Ausrufezeichen XK. Aber du kannst nicht wirklich die K nachbauen. Nee, das geht nicht. Das nutzt man aber halt für die Videotitel, ne? Weil das kommt halt gut an. Ach du Scheiße. Wurde dir mir angesagt? Oder nur auf der Minimap. Warum Wondel? Oh, ewig nicht gespielt. Das hab eigentlich nur. In der Vorlobby kein Monster macht? Oh, sollte sie eigentlich, glaube ich. Eigentlich sollte sie das. Oh, das war scheiße da. Yep. Bro, hier sind so viele Leute und du willst dich jetzt tappen lassen, oder was? Wurde nicht angesagt, okay. Es gibt die SPR im Bundle mit K98 Skin. Echt? Okay. Vielleicht daher das Video. Glaubt ihr, Wondel FC würde gegen Sporting Verdansk gewinnen? Nein, niemals. Sporting Verdansk, eine Macht. Wondel Quartz ist übel viel los, ne? Richtig vergessen, wie das ist. Wirklich Ewigkeiten nicht gespielt. Schlechter Engel. Sporting Verdansk ist Real Madrid quasi. So könnte man das sagen. Außer sein Display, bin kein Display-Partner mehr. Den Link gibt's nicht mehr. Nee. Hast du auch nicht deinen Kill-Rekord gebrochen, als in Warzone 2? Kann sein, ja. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass mir diese ganzen High-Kill-Dinger und sowas mittlerweile so egal sind. Und so Kill-Rekord und sowas. Wow, Gott sei Dank war das One-Shot. Hab ich gehört einfach. Ist da noch einer? Nee. Das war der Laser vom Teammate. Ey, Digga, ich gucke auf den Chat, während der Gegner vor mir steht. Ist das geil. Das muss ja richtig dumm ausgesehen von ihm aus. Wieso bin ich die ganze Zeit live im Aktor? Teammate markiert mich einfach. Oh mein Gott, wie dumm.
Gestern wurde ein Mate von mir während Ranked einfach gebannt, wegen nicht autorisierter Software. Ich zocke schon über 10 Jahre mit dem, der cheatet sicher nicht. Seine Beschwerde wurde abgelehnt, weißt du, ob es da noch eine Möglichkeit für ihn gibt? Danke schon mal. Permaban oder was, Dennis? Das ist wild. Weißt du, ob er DS4 Windows benutzt? Oder benutzt hat? Weil das sind die Sachen, da ich sag's immer und immer wieder. Und dann kann es genau zu sowas führen. Habt keine Software auf eurem PC, die ihr nicht braucht, die irgendwas potenziell an eurem Controller-Eingabe-Ding, wie auch immer, ändern kann. Weil das kann tatsächlich sogar... Oh mein Gott. Ja. Das ist ja richtig entspannt hier. Das kann tatsächlich genau davon kommen. Von so Sachen. Aber im Normalfall, das ist eigentlich... das ist wild, wenn jemand direkt gepermabannt wird, das passiert im Normalfall nicht so schnell. Im Normalfall passiert das nicht so schnell. Wäre ein mieser Sonntag gewesen, Broly. Ich habe tatsächlich selbst verschlafen, also passt irgendwie zum Tag heute. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Digga, was ist das eigentlich für eine Drecksrunde? Ein Thema für Ballas? Nee. Da kann ein Ballas nicht helfen bei Bans tatsächlich. Aber... Ja, wie gesagt, also sowas wie DS4 Windows würde ich komplett von eurem PC deinstallieren. Es hilft euch eh nicht, ihr könnt damit eh nichts Gescheites machen. Es könnte als Cheat-Programm eingestuft werden von Ricochet und sowas. Wirklich, löscht alles von eurem PC. Ricochet ist so komisch. Zählt die Soundeinstellung, damit man dich selbst besser hört, auch als Cheat, also Soundausgleich. Ich glaube, dafür wurde noch niemand gebannt, aber... Nee, im Normalfall nicht. Also ich glaube nicht, dass dafür bisher jemand gebannt wurde. Du änderst ja eigentlich nur was an deinem Sound und nicht an deiner Eingabe, weißt du? Ich glaube, das ist das, was am kritischsten ist, wo das Ricochet am ehesten zugreift. Wenn du irgendwelche Programme laufen hast, die nicht auf deine Kopfhörer und wie dein Audio generell auf deinem PC klingt, weil das ist ja das, was die Artist War Settings machen. Die haben ja nicht direkten Zugriff auf Warzone und ändern dort irgendwelche Sachen, sondern du machst ja quasi deinen ganzen PC-Sound anders, was Höhen und Tiefen und sowas angeht. Deshalb, das ist, glaube ich, nicht so einfach zu bannen, beziehungsweise da müsste man Leute, die halt einfach solche Programme nutzen, um mehr Bass zu haben, vielleicht auf ihren Kopfhörern, weil sie gerne Musik hören oder so, die müssten ja dann auch gebannt werden, was ja Quatsch ist. Aber alles, was halt irgendwie Einfluss hat auf deine Eingabegeräte, ob das jetzt Maus, Keyboard oder Controller ist, das ist halt schon kritischer dann, ne? Shox, danke für 13 Monate. Heute ein Nuke mit Fingerkondom, habe ich gehört. Ich spiele die ganze Zeit mit diesem Fingerkondom hier. Ist wirklich ganz wild. Artist Mode geht nur auf PC, ja, ja. Das geht nur auf PC. Da brauchst du auch irgendwie 6 verschiedene Programme. Das dauert eine Dreiviertelstunde, um das einzurichten. Aber ich werde es auch nicht machen. Wet Like Water, danke für den Restart im dritten. Shox, danke für 13 Monate. Habe ich gerade vorgelesen. Und Maxi Werner, danke für das ganze Jahr mit Prime. Kuss. Und Slowhand noch mit 4 Monaten Prime. Dankeschön. Danke für die Resubs. Klabuster, wir machen wahrscheinlich am häufigsten Solo. Weil das funktioniert am besten. Wie kann man mitmachen um 13 Uhr? Das kriegst du mit, wenn du im Stream bist. Es ist sehr einfach, deshalb brauche ich das jetzt gar nicht so weit davor zu erklären. Du musst einfach nur einen Code in-game eingeben und hoffen, dass du einer derjenigen bist, die reinkommen. Bisschen das Gefühl, die Lobby laggt. Duo nur Quatsch. Ja, das Problem ist an Duo halt, viele wollen Duo spielen, weil sie halt ihre Mates haben, zusammen damit spielen wollen. Aber dann kriegst du halt Trio-Teams, zum Teilweise sogar Vierer-Teams und sowas, weil diese ganzen Team-Modi in Custom-Games verbuggt sind. Deshalb würde ich am liebsten eigentlich Solo machen. PS5 über Bose Surround-System ist auch gut, oder? Ja, Mann, im Wohnzimmer, wenn du dann hörst, der Lautsprecher, der hinter dir angebracht ist, von deinem Surround-Sound-System, da kommen Schritte her, dann kannst du dich in-game umdrehen, ja. Gute Idee. Kommen Drecksklassen heute? Nee. Oder meinst du für Uncut-Runden? Das könnte man eigentlich mal probieren, aber mal gucken. Filter-Keys auch cheaten. Was sind Filter-Keys? Was? Meta AMK? Ausrufezeichen Meta. Und Headshot, danke für den frischen Prime. Willkommen im Stream. So, ist das eine gute oder eine schlechte Idee? Für
für den Teammate eine schlechte. Ist da noch einer? Wo hat sich hier einer hochgezogen? Innen oder was? Ich habe den auf dem Envision-Seiten, auf der Envision-Seitentaste habe ich den Hechtsprung. Also hier. So mache ich den Hechtsprung. Aber der passiert halt auch mit L3 reindrücken und dann sliden, ne? Deshalb mache ich das manchmal ungewollt. Die vom Boden ist übrigens echt Arsch, die Ram 9. Das ist nur ein aussatzliches Magazin, glaube ich, drauf. Ja, brauche ich gar nicht versuchen auf die Range. So viele Cheater online bei Warzone, ja. Das ist aktuell wirklich krass. Ich frage mich, ob wir da irgendwie mal Info bekommen oder so, was jetzt in den letzten Wochen passiert ist, weil... Also ist schon krass jetzt hier mit den ganzen Sachen, die man gelesen hat und so. Dann war ja dann auch dieser riesen Serverausfall, wo irgendwie für Stunden lang man seine eigenen Klassen nicht spielen konnte und sowas. Ja, schon wild gewesen jetzt da die letzten Tage. Aber nur Sliden drin soll besser sein. Naja, wenn du den Dolphin Dive nicht machen möchtest, dann ist das besser, ja. Wenn du den Dolphin Dive machen möchtest, ist Hybrid auf jeden Fall besser. Das ist ein Play. Warum war er direkt tot, aber nicht wipe? You got gas moving in. You got reinforcements inbound. Den Steps sind, ich werde die ganze Zeit von dieser Muggeldrohne markiert. Vogelwild, wie die hier weggemoved sind. Oha, von hinter mir auch noch, oder was? Oh mein Gott! Was passiert hier? What was happening there? Ey, wurde ich markiert? Ist der bei mir markiert gerade? Ich lieg doch. Nee, Under Raider. Okay.
Zeigen wir aus, das wäre ich markiert worden. Vogelwild, was für eine Situation da. Oh, überleck. Schlecht. So, wird Zeit für Lodi so langsam hier, ne? Au! Ich wäre 7-mal tot, ja, irgendwie. Weil ich selbst nicht so ganz sicher, dass ich das überlebt habe. Digga, die Reinlandenden, die laggen hier komplett die ganze Zeit. Und wo werden die gesniped? Oh mein Gott. Nicht Shotgun, nein. Fucking hell. Och, ich war last alive, das wusste ich gar nicht. Das ist schlecht. Und das hat zwei sind auch sehr schlecht. Hugo Gamer 1. WSP 9 noch so eine starke MP momentan, absolut safe. Das ist sogar meiner Meinung nach eigentlich gar keine dumme Idee, die in Resurgence Quads mit der MTZ zusammenzuspielen, weil du richtig fett viele Kills machen kannst damit. Mit einem Magazin. Deshalb werde ich das jetzt scheuen. Aber natürlich mit unserer Nuketano. Nee, natürlich mit unserer Ding-Camo hier. Bin ich froh, COD seit zwei Wochen nicht angefasst zu haben. Helldivers 2 sei Dank. Ich sag dir, wie es ist. Ich habe gestern Abend auch kurz ein bisschen Helldivers gespielt sogar. Solo. War wirklich ganz nice einfach. Ja. Was bedeutet eigentlich Krocher? Und Krocher ist ein Kracher mit O. Ein Krocher ist ein Kracher mit O. Flo, danke für den Prime 8. Und Headshot hatten wir, ne? Ja. So, Brand New kann ich auch nicht mehr hören. Raus, weg. Ja, das ist auch ein guter Check. WSP 9 ist in meinem Ausrufezeichen-Klassenvideo drin. Filterkeys benutzt man, um die Eingabegeschwindigkeit zu verringern, wenn man keine mechanische Tastatur hat. Okay. Aber sind das dann die Knöpfe? Oder ist das ein Programm? Boah, keine Ahnung. Ankert-Runden heute Wiederbelebung. Wir machen auf jeden Fall auch Wandel, ja. Schon geiles Spiel. Mit dem Squad macht das viel zu viel Spaß. Safe, Holgi, safe. Ich muss auch sagen, das ist ja eigentlich eher so eine etwas günstigere Produktion. Kostet auch nur 40 Euro, weißt du? Das ist eher so ein Game, was dann durch... Es macht halt einfach Spaß, mit Freunden zu spielen, überzeugt. Aber, ich habe gestern Abend mal drauf geachtet, die Mechanics und so von dem Game und so, das ist schon echt alles clean und funktioniert echt sehr gut. Einzige Sache, die ich mir noch wünschen würde, ist, dass du hier dein L1 ist es bei mir. Also, dass du, da, wo du die Sachen rufst, dass du das immer während dem Sprint machen kannst und nicht nur, wenn du nach hinten guckst, während dem Sprinten. Wie bekommt man deine Lackierung? Das ist die Face Atlanta Camo, die müsstest du kaufen im Shop. Grünmark Krocher, Österreich. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt googeln will. Was sind eigentlich Krocher? Barmäuder. Leitspruch der sogenannten Krocher. Der einzigen je in Österreich entstandenen Jugendkultur. Das Vermächtnis der Krocher. Kurzlebigen, vor allem im Jahr 2008 wahrgenommenen jugendkulturellen Szene in Österreich. Der Begriff leitet sich vom wienerischen Eine Krochen ab und wurde nach einer Angabe von österreichischen DJ Stefan Berndorfer geprägt. Ach du Scheiße. Ja, nee, damit verbinden wir uns nicht. MDZ hat nur 30 Schuss, ja, das ist das einzig Blöde an der. Was mit Fortune's Keep gibt es immer noch nicht in Custom Game. Gibt's einfach nicht. Ich glaube, Ashika kommt auch nie wieder. Ja, ich glaub's auch. Ich glaube, das ist over mit Ashika. Haben wir das mal in den Browser runtergeladen. Ich fand's, und was? Hab's in Fortnite immer gespielt, aber damit besser editen
Kanal ausprogrammen. Okay, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich denke nicht, dass das bannbar ist. Und gibt's nur 4. Willst du das als Uncut-Runde? Wondel gibt's in Custom Games in allen Partygrößen, Julia. Nur Public gibt's Wondel als Squads. Hey, mein einer Team hat schon gequittet. Wondel und Fortunes kann auch dann weg, wenn Rebirth da ist. Na, seid euch da nicht mal so, na, da nicht so sicher, ob die nicht Rebirth eventuell verkacken. Oh mein Gott. Okay, jetzt noch einer, easy. Auf Wondel droppen die Leute auch Plates, ne? Da funktioniert das Ganze. Das ist halt scheiße, ne? Das ist halt scheiße. Team jetzt sind auch direkt down gegangen. Einfach Runde vorbei. Die 30 Schuss von MTZ reichen aber nur, um 3-4 Spieler zu knocken. Auch was? Reichen aber, nicht nur. Okay, ja. Um 3-4 Spieler zu knocken, auch auf Midrange. Das stimmt, ja. Ja. Aber mit 40 wäre das schon echt deutlich geiler. Und ich fände sogar, mit 40 wäre die nicht OP. Das würde die Waffe einfach nur geiler machen irgendwie. Hast du Erfahrungen mit King Controller? Weil meiner... den meine Mom zu Weihnachten bestellt hat, ist immer bis heute noch nicht da. Ja, genau die Erfahrung habe ich auch mit King Controller gemacht. Ich bin Scuff-Partner, das heißt, ich bin natürlich sowieso dann eine sehr bevorurteilte, sagen wir das so, Meinung. Deshalb werde ich dir nichts anderes als Scuff empfehlen, aber von King Controller würde ich dir aktiv abraten, ja. Da habe ich auch, ich habe mir da mal vor, was weiß ich, wie vielen Jahren selbst einen Controller bestellt. Kollegen hatten da schon Controller, Kollegen hatten da auch Playstations bestellt damals, als man die PS5 kurzzeitig erwerben konnte und sowas. Und ich habe nicht eine positive Erfahrung gehört, sondern wirklich ausschließlich negative. Wundert mich wirklich sehr, dass die sich halten können. Liegt wahrscheinlich halt einfach daran, dass die halt relativ günstig sind. Ja, aber naja, wer günstig kauft, ne, der darf halt dann auch die günstige Qualität erwarten. Voreingenommen, ja. Voreingenommene Meinung. Minus 80 SR, ja. Weil Verdansk würden Zerstörungen nicht nerven, aber kleinere Maps schon, weil du da weniger Orte hast wie auf Verdansk. Ich finde, dass auch auf Verdansk zerstörte Sachen nerven würden, wenn es zu viel wäre. Aber ja, es kommt halt auf die prozentuale Verteilung der Zerstörung an. Und Fortune's Keep ist ja gefühlt die Hälfte kaputt in der Mitte. Die Erfahrung hat meine Schwester auch mit King Controller gemacht, bin ausgerastet, ja. Ich kann nur aus Erfahrungen erzählen, so, ne? Bestellt natürlich, wo ihr wollt, aber... Naja. Wer das Billigste kauft, bekommt im meisten Fall auch das Billigste, ne? Das einzige Problem an der WSP ist übrigens, die hatten einen Open Bolt Delay. Das war ein Warzone 1 volles Ding, weil viele LMGs hatten das auch. Das heißt, die fängt nicht direkt an zu schießen, wenn ihr drückt, sondern die braucht nochmal so 50 Millisekunden oder so. Ohne den Open Bolt Delay hätte die, glaube ich, sogar die beste TTK von allen SMGs. Außer der Hitzcafé, ja. Diese Downtown-Zerstörung war damals schon nervig. Ich sage auch, das war unnötig, ja. Dieses kleine Erdbeben oder was auch immer das da war, ne, dass in Downtown die Türme umgefallen sind. Das hat schon ein bisschen den Flow von Downtown kaputt gemacht. Und Downtown hat ohnehin schon nicht gut geflowt. Bitte nicht Rebirth zerstören. Ich gehe stark davon aus, Chat. Wir kriegen einen dicken, fetten Underground bei Rebirth Island oder ein Tunnelsystem oder ist es wirklich irgendwie ein ganzer Ort kaputt oder so. Ich würde euch auch empfehlen, stark davon auszugehen, dass genau sowas passiert. Und wenn es nicht passiert, dann kann man sich nämlich darüber freuen. Weil wenn ihr davon ausgeht, so nee, die verkacken Rebirth schon nicht, nee. Und dann kommt sowas, dann seid ihr stinksauer. Geht wirklich stark davon aus. Wir haben es bei Fortune's Keep gesehen. Ich würde wirklich davon ausgehen, dass sie auch bei Rebirth Island sowas ähnliches machen. Weil die werden die Map nicht einfach 1:1 zurückbringen. Das haben wir jetzt in der Vergangenheit gemerkt, dass sie das nicht können. Oh ja. Digga, wie schnell die umfallen, ne? Das ist so krass. Das ist zwar auch nur 2 Platten gerade gewesen, aber die WSP ist so insane. Weißt du schon, wann das kommt? Nee. Es gibt Gerüchte, dass das angeblich schon nächste Season kommt, aber... Nichts Festes.
Und auch keine namhaften Leaks, glaube ich, sondern nur Vermutungen. Tobi, danke für 19 Monate Prime. Kuss. Digga, wo bin ich denn gerade langgeflogen? Ich wollte da drauf. Ach, warte mal. Das ist ja hier die, warte mal. Das ist die Wondel-Zip, ne? Die Wondel-Zip ist nicht so gut. Die katapultiert dich so ganz, ganz wenig weit nur, ne? Oh mein Gott! Ist die scheiße! Stimmt, da war ja was. Da war ja was. Die Zip auf Wondel ist so schlecht. Was ist das hier? Sieht aus, als könnte man das abschießen. In der dritten hieß es doch angeblich. Ja, ja, genau. Das sind, wie gesagt, die Gerüchte. Aber das ist kein Leak oder keine Bestätigung, nichts. Das ist krank. Das ist krank. Nein. Ui, 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 ui. Das wird mir ja stinken. Ich glaube, der hat die Zip gerade abgeschossen. Die war noch auf der Map. Also ich finde, das sah auch so aus, ja. Aber die war noch auf der Map zu sehen. Teammate klettert da oben dran, perfekt. Da sind mehrere. Ja. Digga. So ein komischer Gunfight. Und da kommen natürlich noch zwei Teammates direkt hinterher. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt bei Akt 2 Zombies abschließen kann ohne Legacy Fortress. Keine Ahnung. Kein Plan. Ausrufezeichen Klassen, da ist die Klasse mit drin. Energy. Eigentlich schon, Max. Die Frage ist halt, ist Rebirth Island nicht sehr wahrscheinlich schon komplett fertig und wartet nur darauf, bis es ins Game kommt? Die können, glaube ich, nicht. Wenn Sachen in einer Season kommen, dann fangen die ja nicht eine halbe Season davor an, das zu machen. Das ist ja eigentlich schon fertig im Normalfall. Und dann wird es nur gepolished, implementiert und sowas. Ich glaube nicht, dass die, wenn die jetzt davor schon festgelegt haben, so ey, das und das ändert sich an Fortune's Keep, dann denke ich nicht, dass sie das jetzt aufgrund des Feedbacks von Rebirth, sorry, aufgrund des Feedbacks von Fortune's Keep dann das, was sie für Rebirth geplant haben, ändern werden. So. Weil so Sachen dauern dann im Normalfall trotzdem noch länger. Es ist eine alte Map, ja, aber die Engine ist neu und sowas, das heißt, sie müssen die Map trotzdem quasi neu machen. Oder auf die neue Engine porten, wie auch immer. Dann müssen die noch planen, was sie ändern und sowas, you know. Das dann auch schon implementieren und so. Und wenn dann Fortune's Keep rauskommt und dann ist das Feedback schlecht, dann glaube ich nicht, dass sie nochmal eine 180-Grad-Wende machen können. Und das, was sie ändern wollten, wieder rückgängig machen. Nice Bullet Velocity. Nein, ich will nicht an den Shop. Na, hast du Teammate. Kommt noch ein MW4 oder ein Black Ops-Teil raus? Dieses Jahr kommt Black Ops wieder, ja. Dieses Jahr kommt Black Ops Gulf War. Also Golfkriege. Wahrscheinlich, ne? Ist nur Leak, aber ziemlich sicher wird das kommen. Ich glaube, hier ist legit niemand. Ich nehme jetzt nochmal eine Zipline, um zu gucken, ob die davor abgeschossen wurde oder nicht. Nee, wurde nicht abgeschossen. Das ist die Zipline. Auf Fortune's Keep. Ja, Fortune's Keep, denke ich schon. Auf Wondel. Digga, und wieder von zwei Seiten. Ist das geisteskrank. Es sind sogar verschiedene Teams. Und ich lag genau dazwischen. Oh mein Gott. Wie geil war der Spezialistenbonus? Modus, ja, der Spezialistenbonus-Modus vor allem, ja. Der Spezialistenbonus generell auf Rebirth Island war schon geil, aber der Modus war noch geiler, ja. Ich finde den Atlanta Faceskin am geilsten. Ich finde sogar, das ist der einzige, der richtig geil ist. Alle anderen sind so, joa. Sind gut, aber nicht geil. Wichtig, dass er wegspringt.
Fühle ich. Optik auch gut. Optik finde ich okay. Ich finde, sieht nicht so krass aus. Könnte besser aussehen. Der neue Optik Scuff sieht geil aus, meiner Meinung nach. Das gefällt mir besser als die Camo in-game. Bei mir geht dieser Sprung mit der Zipline nicht. Warum? Der geht, du musst nur das Timing hitten. Du musst halt vorher abspringen, ne? Bevor du ganz oben bist. So 3 Meter vor Ende circa. Einmal springen drücken. Und alle anderen Knöpfe loslassen. Dann geht das. Steps hier unten? Nee, ne? Nee, doch. Heute keine schönen Lobbys. Das ist ein Full-Team-Schild gewesen da. Liebe Grüße da. Ist dein Scuff nicht verfügbar? Doch, mein Scuff ist verfügbar. Season 2 reloaded, ich denke mal so in 2 Wochen. Um den Dreh. Aber was ist das aktuell mit den Lobbys? Was habe ich hier auf Wondel heute schon gesehen? What do I see? Bei den ganzen Perks wird der Spezi-Bonus so OP. Stimmt, warte mal. Wenn es jetzt Spezi-Bonus gäbe, und den wird es ja geben, das ist eine Sache, die hat Treyarch schon bestätigt. Nicht Treyarch, sorry, Raven. Dann hat man ja alle Perks hier, ne? Gut, viele sind auch wirklich useless, muss man ja auch sagen. Aber die sind schon echt, das ist schon stark dann, ne? Na, das ist der gleiche Spot. Quickfix, Tempered, Stalker dann auch. Oh, das ist eigentlich auch geil. Accuracy in time to aim down sight is improved while jumping. Ja, Mann, der Spezi-Bonus wird richtig krachen. Combat Scout Bird's Eye. Boah. Oh mein Gott, drauf, falsche Taste. Crazy. Der wird richtig stark. Spiel was denn? Probier mal aus. Die ist scheiße. Die ist ass. Ist alles wieder da, was weg war? Es sollte alles wieder da sein, glaube ich, ja? Ich glaube schon. Die ganze Map voller Smokes stimmt auch wieder, ja? Dann hast du ja auch noch auffüllen. Und immer wenn jemand knock geht, einfach dieser scheiß Smoke. Dieses Smoke-Perk. Cola Cookie, danke für den frischen Prime. So Hype, danke für den frischen Sub. War das ein frischer Sub? Ja, ne? Ja. So, warum gibt es so viele Leute von diesen? Also. Tobi, danke für 19 Monate Prime. Und so Hype haben wir, ne? Ja. Was meinst du, wie viele auf den Tower auf Rebirth landen? Nur weil da das Bild mit Spezi-Bonus gezeigt wurde, ja, stimmt. Heute mal Only Sniper Duos, das wäre wild. Genau das haben wir letzte Woche gemacht, deshalb werden wir es diese Woche nicht machen. Wir haben letzte Woche 2 Runden Sniper Only gemacht, einmal Solo, einmal Duo, das heißt, das machen wir heute nicht. Den Code ganz unten bei privates Warzone-Match, bei den Playlists, gibt man den ein. Aber das sage ich euch gleich dann nochmal, wenn wir Anker-Runden machen. Wie viel Geld hast du schon für Call of Duty ausgegeben? Boah, keine Ahnung. Weniger als ich verdient habe, also von daher alles gut. Und sonst Duo. Ich sag's euch, wie es ist. Kann sein, dass wir heute nicht Duo machen, weil letzte Woche hat ein 4er-Team ein Duo gewonnen. Das ist komplett verbuggt, der Modus, sage ich auch jede Woche. In Custom Games funktioniert das nicht, dass du dann wirklich nur 2er-Teams hast, sondern du hast da richtig viele Trios. Du hast Leute, die auf einmal solo sind. Du hast Leute, die zu viert in dem Team sind. Und das ist ja eigentlich dann einfach scheiße. Deshalb im Normalfall ist Solo immer am besten.
Ich denke, dass wir heute Solo-Only machen auch. Genau, bei meiner Exifine-Frage kam Werbung. Na super. Oh, die habe ich aber gar nicht gelesen. Aber ich habe ein Video gemacht. Kannst du dir anschauen. Da habe ich so die neuesten Leaks und Gerüchte und sowas ein bisschen aufgegriffen. Oh mein Gott. Spiele ich die richtige Sense? Ja. Ah, aber Sniper-Scope-Sense habe ich andere gemacht. Stimmt. Höher. Ist das geisteskrank. Das ist richtig schwer geworden, by the way, ne? Hat mir eine Stack gegeben, oder was? Irgendwie bisher gerade echt ein bisschen Pain heute. Also, dass der das Termit da reinschmeißt, muss halt auch wirklich nicht sein. Was soll ich jetzt gerade sagen? Was soll ich gerade sagen? Ich hab's komplett vergessen. Wegen dem Gunfight. COD. Was? 90s machen könnte. Ach, Digga. Ja, Mann. Hoffentlich kommt Bauen irgendwann in Warzone. Cypher, danke für 15 Monate Prime. Das mit der Tür. Ah, das mit den Türen schließen, ja. Das ist auch eine Sache. Das ist richtig. Das nervt sogar richtig, ne? Dass sie das so geändert haben. Das ist wirklich ein L. Oh mein Gott, was passiert hier? Chat, wir machen jetzt schon Anker drunten. Ich habe keine Lust mehr heute zu spielen. Das ist wirklich Arsch. So, wir machen die erste Runde. First come, first serve einfach. Direkt eine, wo sich keiner drauf vorbereiten kann. Funktioniert am besten, weil dann sind dann immer die Leute drin, die sonst nicht reinkommen. So, ganz unten auf Code eingeben. Privates Warzone-Match. Und das ist der Code. So. VLVML. First come, first serve. Das auch, was ein Hackmeck, ja. Ich glaube, so werden wir viele Leute mit drin haben, die sonst nie dabei sind. Ja, und perfekt. Akinji und Yasin sind die ersten beiden, die drin sind, einfach. Ist das hier? Okay, okay. Manic. Rifle. Warzone Bot. Perfekt. Okay, also bisher kenne ich doch einige, die immer dabei sind. Ich habe gerade die PlayStation gestartet, chill. Na, genau dafür ist es ja da, ne? Die erste Runde ist ja genau für die Leute, die schon so heiß sind, die schon sich warm gespielt haben am besten davor, dass sie jetzt ready sind. Erste Regeln. Wo eingeben, habe ich gerade gesagt. Bei Playlists ganz unten privates Warzone-Match. Nee, Mario. Ich weiß noch gar nichts Thema Gamescom dieses Jahr. Das ist der Code. Perfekt, Rafan. Oti, danke für 10 Monate mit Prime. Grüße aus dem Ostfriesland. Grüße zurück. Was für Regeln? Ich würde sagen, erste Runde Standardregeln. Also quasi sowas wie keine Feuershotgun und sowas. Ich weiß, dass zur Gamescom, dass du nicht kommst, Julia, ne? Ja. Außer, dass du kein Hotel weißt, brauchst, das weißt du, ja. Wäre aber cool, wenn ich von irgendeinem Auftritt ein Hotel bekommen würde. Das gibt's nämlich manchmal. Dann müsste ich nicht heimfahren. Wäre auch gut. Kommst du denn zur Gamescom? Also, ich wohne jetzt in Köln. Das wäre schon sehr komisch, wenn ich nicht zur Gamescom kommen würde, ne? Nicht möglich, muss nochmal versuchen dann. Ranked-Regeln quasi. Ja, könnte man so sagen, ja. Könnte man so sagen. Einfach nicht sowas spielen wie Feuershotgun. Cut-AMR. Cut-AMR verboten, Chat. Cut-AMR ist verboten. Feuershotgun verboten. Schild verboten. Cut-AMR verboten.
Das sind die drei Sachen, würde ich sagen. Cut ist eine Standardregel ab sofort, ja. Die Cut ist ab sofort verboten. Code bitte. Ich habe es 10-mal in den Chat gepostet und der ist im Bild sogar zu sehen. Also das hier ist der Code, ne? Hier. Da steht Gamecode mitten im Screen. VLVML. Warum ist die Cut AMR verboten? Weil ich nicht möchte, dass Leute auf Dächern sitzen und campen. Und across the map snipen. Das hat man im Public schon oft genug. Ich denke, das können wir dann in Uncut-Runden können wir das rauslassen. Tabs. Tabs erlaubt, ja. Tabs erlaubt. Komm nicht rein. Nicht nach einem Versuch aufhören. Man muss echt oft mehrfach versuchen, reinzukommen. Es sind auch immer noch 4 Plätze frei, aber jetzt wird es wahrscheinlich schwierig, noch reinzukommen. Darf man aggressiv snipen? Ja, aber nicht mit der Cut AMR. Sondern dann mit der XRK Stalker. Geht ja auch. Wir haben Anfang Januar schon ein Hotel gebucht für Gamescom. Die ziehen am echt das letzte Hemd aus, ja. Ich habe letztes Jahr für Hotel 2,2 gezahlt, glaube ich. Also ich meine, als Creator ist das auch, ne? Du hast ja dann auch dort das ein oder andere Placement, das holst du auch wieder raus. Aber es ist schon unfassbar krank, ne? Wie heftig die Preise steigen um ein Vielfaches, nur weil da dann Messe ist. Die rot-weiße Tarnung ist die CDL-Face-Tarnung. Die müsste man aber im Shop kaufen, ne? Also Store. Oh, ne, man kann so nicht nach unten. Okay, ganz runter. Und dann hier sogar noch scrollen nach rechts. Und dann ist hier CDL-Supporter-Pack-Dinger. Und da Face, was jetzt hier bei mir nicht mehr drin ist, weil ich habe ja die Face-Tarnung schon. So, wir sind voll. Ich starte. Na, Ferro, das brauche ich ja jetzt sowieso nicht mehr. Ich wohne jetzt in Köln. Wo gibt es Voraussetzungen für die Teilnahme, Teilnehmenden zu lesen? Ausrufezeichen Uncut. War Pfeife, dass meine Eltern eine Stunde mit der Bahn weggezogen sind? Eine Stunde von Gamescom oder was? Passiert ja. Wir sind früher auch immer. Wir sind um 8 Uhr morgens dann früh raus, um auf die Gamescom zu gehen und sind dann eine 45 Minuten Bahn gefahren. Weil wir bei Lukem gewohnt haben. Ausrufezeichen Uncut gibt es nur auf Twitch. Auf YouTube nicht. Im Twitch-Chat müsstet ihr das schreiben, wenn dann. Autobeton, danke für 19 Monate. Oh, ich bin so müde heute. Dieses nochmal Einschlafen hat mich wirklich echt K.O. gemacht. Haben wir auch schon ein Hotel gebucht, nice, wichtig. Trotzdem unter den letzten 4 reingekommen, siehst du? Geht immer. Liest du auch YouTube-Chat? Oh, seltener auf jeden Fall. Dank Merkel konnte ich beitreten. Wieso startet das Match hier gerade eigentlich nicht? Custom Game kaputt oder was? Ja, klar, jede Runde neu, TG. Jede Runde neu. Und warum, Chat? Und warum funktioniert's nicht? Wir müssen, also. Irgendwann kriege ich noch Post oder so. Oh, es funktioniert jetzt, oder? Es funktioniert? Jetzt vielleicht? Wegen Merkel. irgendwann kriege ich noch Post von Kriminalpolizei oder sowas, dass ich hier im Stream politische Agenda verfolgen würde. Weil immer wenn was nicht funktioniert, schreibt der ganze Chat wegen Merkel. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Gib mal Host ab. Ja, geht leider nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Angela Merkel im Chat, ja. Mann, warum startet denn die Scheiße hier nicht? Warte, ich mach mal Change Role, ich join mal im Squad. Ich mach dann wieder Spectator.
Macht dann wieder Joint Squat und wieder Spectator. Ah! Merkel hat geregelt. Merkel hat nicht geredet. Doch, jetzt. Jetzt. Was ist das? Das Stick und Fett Match startet. Döner mit oder ohne Tomaten? Ich mag Tomaten nicht, eigentlich. Aber ich finde, auf Burger und Döner geht es, weil die sind meistens eh nicht so geschmacksintensiv. Und die machen es eigentlich einfach nur ein bisschen saftiger. Meine Fresse, kann die Scheiße jetzt hier starten? Die heutigen Kassenlobbys werden Ihnen präsentiert von der Deutschen Bahn, ja. Und Merkel. Kurze persönliche Frage, du kommst doch aus Bayern, sprichst du auch Dialekt? Ich bin nach Bayern gezogen, nach München. Ich komme eigentlich aus Mannheim, Heidelberg. Ich kann den Dialekt, den man dort spricht, auf jeden Fall, ja. Und ich verstehe zum Glück auch alles. Ja, ich lass los, wir müssen die Lobby neu machen. Das ist over. Das ist over. Ich starte sogar mein Game kurz mal neu. Doppelt hält besser. Ja, genau, Crossplay muss man aktiviert haben, Chat. An die Leute, die gar nicht reinkommen, ihr müsst natürlich Crossplay aktiviert haben, weil das ja hier eine Crossplay-Lobby ist von uns, ne? Doch. Aber nee, ich komme nicht aus Bayern. Das Gute ist aber wirklich, ich bin in einer Familie, die sehr krass Dialekt spricht, aufgewachsen. Jetzt geht es, Runde startet. Wir sind alle drin. Jetzt lädt es rein. Also lag es wirklich an Merkel. Ist das geisteskrank? Ist das geisteskrank? Ich schließe mein Spiel und es geht. Ist das geisteskrank? Das ist wirklich frech. Wegen Stylers! Ich glaube, ich bin Merkel. Na gut, ihr könnt quitten. Bist du Pole? Nee, ich bin tatsächlich wirklich richtig deutsche Kartoffel. Aber ich weiß, dass ich ein bisschen bisschen so aussehe, als wäre ich, wie auch immer, Pole, Russe, Ukrainer. Ich kann schon nachvollziehen, dass man das denkt, aber bin ich nicht. Nee. Moonwalker, danke für 13 Monate Prime. Shockwave, danke für den Prime 2, den wichtigsten. Autobeton, danke für 19 Monate auch schon. Und Habibi Blocksberg, danke für 7. Frech haben wir gerade Kaffee gemacht. Ja. Und neue Runde. Welche Waffen sind erlaubt? Alles bis auf Cut AMR, Schild und Feuershotgun. Ja. DNA-Test verrät sie alle. Nee, ich bin deutsch. So, neue Lobby. C8. Oh, das ist wieder schön. Oh, wir haben hier 8 und B mit drin. Oh, das ist sehr gut. C8, B6, 8. Das erste Mal in der richtigen Runde. Oh Mann. Ich finde, es sieht aus wie ein Nordafrikaner. Okay. Norden sogar. Das ist wild. Warum so mit Code? Eigentlich wollte ich die erste Runde, ich habe ja so überraschungsmäßig gemacht, so hier, zack, es geht los. Und deshalb mache ich das jetzt nochmal und danach mache ich wieder mit Code in Chat schreiben. 60 Schuss Haymaker erlaubt. Auf gar keinen Fall, Amlex. Auf gar keinen Fall. Das ist ein Code zum Trollen, ja. CB868. Waren wir da Gym heute, Mario? Ich war gestern nicht. Vorgestern war ich, heute gehe ich wieder. Aber heute Cardio. Code geht nicht. Der zweite Buchstabe ist eventuell auch eine. Ist eventuell auch eine 8, kein B, wie ich es gerade gesagt habe. Ich weiß, dass man das nicht gut erkennt.
Cardio Money, ja. Stuck by joining Game Session, geil. Aber es ist gut, dass es bei vielen as usual nicht funktioniert. Da wissen wir, es ist immer noch COD. Ein Custom nur mit MW2-Waffen, das haben wir tatsächlich letztens auch erst gemacht, Kies. Das war nicht so spannend, wie ich es mir vorgestellt habe. Stylus macht Döner 2,50 Euro. Boah, wenn ich könnte, würde ich. Aber nicht 2,50 Euro, weil die Dönerläden sollen ja auch was verdienen. Ich würde sagen, Döner, fairer Preis. 5 Euro mit Käse 5,50. Alle einverstanden? Volksabstimmung? Einzelne Chat, wenn wir damit einverstanden sind und ich das ab morgen so umsetzen soll? Ich sag, ein Fünfer ist immer gut. Oder von mir aus 4,50 Euro, weil dann kannst du 5 geben und hast noch ein bisschen Trinkgeld gegeben. Das ist auch gut. €4,50 und noch, und dann kannst du mit Trinkgeld 5er. Zack. Einverstanden? Gut. Werde ich dann morgen dem Senat so vorlegen. How to politische Prozesse irgendwie beschreiben. Der Senat entscheidet über das Anliegen. Ich hoffe, der Jedi-Rat stimmt halt auch zu, ne? Kann halt sein, dass sie sagen, nee. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt noch weiterführe, aber ich halte mal Maul jetzt. Ich halte mal Maul jetzt. The Senate will decide your fate. Wann kommt der Warzone-Dönerladen? Doch. Danke, Merkel. Ja? T-Bomb auf jeden Fall auch mit der Milano am Start. Mit der WSP 9. Sehe ich mich. Surtap ist einfach drin. Krankester Spieler auf PS5. Kenn ihn nicht. Liebe dich, Styli Merkel. Merkel führt Order 66 aus. Chris, mach mir ein Kind. Warum ist das eigentlich immer so hier in der Pregame-Lobby? Von jeder Uncut-Runde? Wegen Merkel? Es ist immer Stylers Klon heißt der. Was passiert hier? Was sind das immer für Leute, die hier bei den Uncut-Runden mitmachen? Perfekt. Gut, dann willkommen zurück zu einer weiteren Uncut-Runde. Es gibt immer noch nicht Fortune's Keep in Custom Games. Was eine Frechheit ist. Und Ashika Island gibt es auch gar nicht mehr in Custom Games. Das heißt, wir können jetzt nur noch in Uncut-Runden, wenn wir die in privaten Matches machen wollen, also in Custom Games Servern, wo man mit Code eingeben einfach joinen kann, dann können wir nur noch Ursikstan oder Wondel spielen. Jetzt machen wir eine Ursikstan-Solo-Runde und danach machen wir auch ein bisschen Wondel und sowas. Aber ich sag's euch, wie es ist, so ein bisschen mehr Abwechslung wäre auf jeden Fall ganz geil. Und hier sind auf jeden Fall einige Leute wieder drin, die noch nie dabei waren. Beispielsweise er hier. Uncut the Blue Wolf 126. Noch nie gehört. Macht einen Kill. Gut. Sehr gefährlich. Was ist das für ein Play? Das ist wirklich der Play jetzt hier für die Uncut-Runde da hinten? Ich habe aus Versehen auf Zuschauen gedrückt, schreibt ja auch einer in dem Chat. Ja, das ist scheiße. Kill me now, please. Auch ganz ans Ende. Also... Er fliegt hier hin. Sehr gefährlich. Eins davor fliegt dahin. Weiter auseinander kann man, glaube ich, gerade nicht fliegen. Aber wild. Bier. Kill me now, please. Wild. Ich nenne mich um in Stylers Bumsklumpen. Warum sollte man das machen wollen? Wieso? Chris, du hast den Kracher nicht gesehen. Ich hasse dich, schreibt Yassin. Wir können auch nicht immer den gleichen zugucken. Ich will ja auch neue Talente entdecken. Wir wissen ja, dass das ein krasser Spieler ist. Aber das sind ja keine Blue Wolf-Runden, sondern es sind die Uncut-Runden, wo wir allen möglichen Leuten mal zugucken wollen, ne? Uncut Caliber. Kaliber, sorry. Caliber durfte ich ja nicht mehr sagen, ne? Irgendwann, ja, stimmt. Wir gucken mal, wo wir den ersten... Hier, komm. Wir gucken jetzt mal Stylers Klon zu. Und wir bewerten, ob Stylers Klon wirklich so spielt wie Stylers Klon. Sayas Klon ist auf jeden Fall bei Shahin Manor gelandet. Ganz da hinten auf dieser Insel, wo nichts ist. Uncut Stylers Klon. Mach das Original happy. Und er Body-Shootet die Full-Auto-Shotgun.
Sehr gut. Das ist schon mal gut. Das ist in Ordnung. Safe besserer Klon. Ich sage auch. Ich sage auch, der Mann spielt besser als ich. Der spielt jetzt hier richtig einen auf. Vor allem, wenn er so weit weggelandet ist. Und die Flugroute war doch wirklich irgendwie so, oder? Ist die Flugroute nicht so hier gegangen? Das heißt, er ist echt gut weit geflogen auch. Naja. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Rebirth Island kommt ja auch zurück. Fortune's Keep haben wir ja schon. Und ich möchte es hier auch nochmal so sagen, dass die Leute, die es auf YouTube schauen, auch mitbekommen. Weil, ne? Digga, dieser Bug ist auch wirklich... Sie haben es mit dem Update wirklich kaputt gemacht, Custom Games, ne? Naja. Weil, ja... Ne, im Stream live zuschauen, wenn ich was sage, das bekommen natürlich dann deutlich weniger Leute mit, wie wenn man es im Nachhinein nochmal hören kann auf YouTube. Rebirth Island kommt ja zurück, das ist ja 100% bestätigt auch, ne? Das ist nicht ein Gerücht, sondern das ist seit letztem Jahr, Oktober war glaube ich die COD Next, ne? Ist das bekannt? Und deshalb wissen wir, dass das kommt. Es gibt noch keine Info, wann genau es kommen wird. Ein paar Leaker sagen schon mit Season 3. Das fände ich krass früh allerdings. Ich habe mir eigentlich immer vorstellen können, dass es erst so mit Season 4 kommt. Aber wir werden sehen. Auch die Cut AMR wird gebuddyshoot. Wichtig, weil die ist auch nicht mehr erlaubt in Uncut-Runden. Sehr gut. Sylas Klon hat auf jeden Fall Ahnung. Und ich will wirklich, dass ihr euch keine Hoffnung macht, dass Rebirth Island 1:1 so zurückkommt, wie wir es damals kannten. Sylas Klon, ja, 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 okay. War knapp, aber... Kampf hat gewonnen. Wichtig. Weil Fortune's Keep kam auch zurück. Und ihr habt ja gesehen, was sie daran geändert haben. Vieles ist gleich, aber diese Mitte ist ja wirklich komplett weggesprengt worden, ganz anders. Und ich würde euch wirklich empfehlen, um nicht enttäuscht zu werden, geht davon aus, wieso habe ich hier 80 FPS, what the fuck? 100, 120, 90, was ist das? Ich habe eigentlich 300 oder so. Geht stark davon aus, dass es ähnlich wird wie bei Fortune's Keep. Erwartet, dass es einen Untergrund geben wird oder so, wie bei Ashika Island, wo du dann schwimmen kannst und so. Dass es irgendein Tunnelsystem geben wird. Ah, macht er gut. Gute Shots. Oder dass auch irgendwie ein ganzer Ort, vielleicht das Prison-Dach komplett weggesprengt ist oder ein riesengroßes Loch da oben drin ist oder wie auch immer. Weil die Wahrscheinlichkeit, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist hoch, dass genau sowas kommen wird. Und wenn man dann davon ausgeht, dass Rebirth Island 1:1 zurückkommt und es dann nicht so ist, dann wird man sehr, sehr sauer sein. Deshalb geht stark davon aus, dass es so kommen wird, dass Rebirth Island wirklich ein bisschen reingekackt hat, beziehungsweise die Entwickler Rebirth Island ein bisschen verkackt haben, als zu erwarten, es kommt 1:1 zurück und dann kommen die Änderungen und dann ist man richtig sauer. Ganz am Anfang war Prison Dach doch auch offen. Ja, Prison Dach hat so oder so da, glaube ich, oben ein Loch drin, ja, aber... Nicht so groß wie das Loch bei Fortune's Keep und Sylas Klon ist tot. F. F an Sylas Klon. Wer auch immer da geschossen hat, wirklich nicht so gutes Aim gehabt. COD macht 75% bezüglich Veränderungen falsch. Fortune's Keep lässt sich nicht gut spielen. Ich finde, Fortune's Keep lässt sich vor allem in Solo ganz gut spielen. Aber die Mitte macht schon vieles kaputt, ja. Es ist, das ist eine Sache, die habe ich auch generell in den letzten Jahren öfter schon gesagt. Call of Duty kann keine guten Mid-Maps mehr machen. Also alles, was nach Fortune's Keep kam, wir hatten ja wirklich Verdansk, Rebirth, Fortune's Keep. Das sind alles drei gute Maps gewesen in meinen Augen. Und danach kamen nur Maps, wo die Mitte kacke war. Also wir hatten auf Caldera, brauchen wir gar nicht drüber reden, Peak. Die Hälfte der Map war gefühlt dieser riesen fette Berg in der Mitte. Was Arsch ist. Dann hatten wir Al-Masra. Al-Masra auch ein Berg in der Mitte. Al-Masra war besser als Caldera, meiner Meinung nach. Aber auch unnötig, dass der Berg da in der Mitte war, ne? Auf Verdansk war da wenigstens Airport, Hospital und sowas, ne? War eine geilere Mitte, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt haben wir Fortune's Keep zurückbekommen, aber die haben die Mitte einfach weggesprengt, so. Und das macht richtig den Flow, meiner Meinung nach, kaputt von Fortune's Keep. Auch richtig unnötig. Hauptsache sowas ändern, was keiner gewollt hat. Und ich gehe stark davon aus, dass sie es bei Rebirth Island auch machen werden. Einfach weil... Irgendwo kann ich auch verstehen, dass da Entwickler da sitzen und nicht einfach nur eine Map copy-pasten wollen, sondern dass sie was ändern wollen. Aber es wäre halt einfach mal cool, wenn sie da nicht irgendwie einfach alles kaputt machen würden. Das wäre geil. So, Yasha im Gulag. Ja, macht er gut, aber. Gegen Uwe, der Profi. Fortune's Keep kam bei Caldera oder liege ich da falsch? Ja, das kam tatsächlich dabei, aber ich wollte ja trotzdem sagen, die drei Maps sind gut, ne? Ja.
Ja. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es natürlich nicht so ist, aber ich gehe einfach stark davon aus. Wir schauen mal Jascha Kuba zu, weil das ist, glaube ich, jemand, den haben wir noch nie in Uncut Runden. Und wenn, dann habe ich ihn, glaube ich, noch nie aktiv zugeschaut. Muss man Clantech Uncut haben? Es wäre schon besser, ja? Uncut bitte in Clantech, ja. Ich glaube, bei Rebirth Island wird das Gefängnis durch den Bundestag gesetzt mit Stylus und Merkel drin. Ja, das ist eine realistische Einschätzung. Akasa schreibt Stylus Daddy in den Ingame-Chat. I can't. Und diese Blackscreens auch. Ich wünsche mir wirklich, dass sie einfach mal die Custom Games wirklich richtig hinbekommen würden. Es ist jetzt schon wirklich deutlich cooler, muss man sagen, dass man endlich mit Code das hier machen kann und es funktioniert. Aber es wäre cool, wenn es halt einfach richtig funktionieren würde auch. Mit langes C? Mit langes C, ja. Springmeister, danke für die 5 Gifted. Kuss. Ich lese in der Pause nochmal mehr vor. Also nochmal, werde mich nochmal bedanken dafür, aber danke schon mal. RIP Yasha. Der hat mit Maus-Keyboard, glaube ich, gespielt und er hat seine Maus irgendwie immer ein bisschen quer über... Was ist das für eine Camo? Über den Bildschirm geworfen. Was ist das für eine Camo bei Yasin? Oder ist das eine Variante? Ich leuchte ja komplett. Sieht überwild aus. Oder? Ist, glaube ich, eine Variante aus dem Shop, ja. Sehr gefährlich gerade gestorben. Jetzt bin ich wieder auf dem ersten. Das ist auch geil. Karam Gulag, tot. Optik Destroyer mit der WSP-9. Da gucke ich zu. Rebirth, Copy-Paste wäre wichtig, aber dann kommt die Schwimmmechanik und die Neigung, irgendwas zu zerstören, ja. Ja. Man hätte es halt auch einfach nicht machen müssen, so wie sie es gemacht haben, ne? Es gab ja diese Grotto, gab es ja als Ort in Fortune's Keep davor schon. Das heißt, die Mitte war ja schon offen. Aber halt nicht so riesig und fett offen, wie es jetzt ist. Das ist ja die Scheiße. So, Optik Destroyer. MTZ 762. Und WSP9. Und eine Claymore da oben hingelegt. Was bin ich sehen? Und... Nee, da gucken wir nicht zu. Was ist das für ein Play? Was ist das für ein Play? Vapes mit New Camo. Da gucken wir zu. Das war rattig, ja. Das war ehrenlos. Claymore und Esmino oben hin. Guck ich nicht zu. Gucken wir nicht zu. Also wenn man die findet, dann klar. Use it so. Aber nicht auf ein Dach setzen in Uncut-Runden mit Claymore und Esmine da. Das will ich nicht sehen. Ohne Loader zu spielen macht wenig Sinn, wusste es nicht, ja. In Custom Games ist das so leider, ja. Boah, das war ein wilder Sprung. Sprung. Rechts. Oh, ja, RIP. Machst du nix. Da machst du nix. Und jetzt bin ich wieder bei T-Bum. Oh, Mann. Ich muss wieder einmal durchgehen. Ich sitze an Optik Destroyer da jetzt wirklich auf dem Dach? Weiß ich nicht, ob das der Play ist. In Uncut-Runden mit Claymore und S-Mine auf Dach sitzen. Sehe ich jetzt nicht so ganz, Destroyer. Dann gucken wir da nicht mehr zu. Tiziano auch mit Nuke Camo. Richtig viele Nuke Camos hier heute. Alle schon Nuke gemacht, alles Geeks. Alle haben die Nuke Camo einfach. Sei froh, dass er keine Sniper spielt und auf dem Dach schimmelt. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass die Cut AMR verboten ist, deshalb. Deshalb spielt er keine Sniper wahrscheinlich. Ich züchte gerade eine neue Meta, geil. Einfach züchten. Meta züchten, beste Leben. Steps unter ihm. Das kann nicht seine eigene Klasse sein. Niemand spielt dieses Perk. Das war ein schneller Tod. Ist das Parit hier? Ist das unser Parit? Ja, Top 250 Camos wird der sein, ja. Ram und HM und Top 250 Camo. Oh je. Oh je, oh je.
Oh je, oh je, oh je. Ey! Was war das für ein Bodyshoot? Wen hat er da gerade getötet? Loslassen, Freunde, ja, ja, ja. Ja, ja, das ist er. Ja, ich würde auch sagen, ja. Ja, ja, ich würde auch sagen. Schreibmeister, danke für nochmal 5 Gifted Kosten. Ich lese in der, Pause alles aufs Fortschritt. Die Camo sieht halt schon sehr sick aus, muss man sagen, ne? Und die haben halt auch nur auf reale Art und Weise 500 Leute auf der ganzen Welt, ne? Sonst gibt es Leute, die sich das sicherlich noch mit Unlock All geholt haben, aber 500 Leute gibt es, weil es gibt ja Multiplayer Top 250 und Warzone Top 250 gab es in der Season. Und das ist die einzige Season, in der es richtige Camos gab dafür bisher. Beziehungsweise diese vor allem. Das ist schon wild. Nice Shots. Weak gemacht worden, aber auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob er die Runde gewinnt, weil ich bin mir ziemlich sicher, Parit wird hier wahrscheinlich mit der Stärksten in der Lobby sein. Ich mag die Ram gar nicht. Aber wer... Wer ist das hier? Weil da hätte er auch einfach echt runterspringen können gerade und dann hätte er das überlebt. Danke für den Blackscreen. Grüße gehen raus. Hat den Camper geholt. Okay, perfekt. Dieses ADHS mit der Semtex, ganz schlimm übrigens. Die neuen Multiplayer-Camos sehen so bodenlos scheiße aus. Komplett, Sevi. Es gibt ja auch Multiplayer-Ranked-Camos jetzt für diese Season. Wow, sehen die Arsch aus. Behält man seine gekauften Skins über die verschiedenen COD-Teile hinweg eigentlich? Kann man nicht so sagen, nee. Also, jetzt ist es so, dass du MW3... Kannst ja auch die MW2 Sachen und sowas spielen. Aber ich glaube, in Galfor wirst du die MW3 Sachen und sowas nicht spielen können. Warzone ist es halt auch wieder die Frage, inwiefern das in Zukunft so sein wird, was da rausgenommen wird, was drin bleibt. Aber Warzone 1 haben wir ja auch gesehen. Alle Sachen, die du dann in den einzelnen Spielen gekauft hast, die gab es nicht mehr in Warzone dann irgendwann. Warzone 1 wurde ja abgeschalten auch. So, was macht der Mann? Einmal gucken und dann nochmal in die SIP gehen wahrscheinlich. Ne, zum Shop. Requesting Recon Flyover. Noch eine Drohne, ja. Und nochmal in die Zipline. Alter, Alex auch mit 5. Alex, danke dir, Kuss. Wie gesagt, lese in der Pause alles vor, weil es im Uncut-Upload, ich glaube, da können die Leute, die auf YouTube im Nachhinein die Runde zuschauen, können nichts damit anfangen, wenn ich mich für Subs bedanke. So, sieht er hier jemanden? Ja, er sieht jemanden. Ja, das ist natürlich stark gespielt da oben drauf. Ja, machst du gar nichts halt. Da machst du gar nichts. Wenn du den in der Luft nicht schon weak schießt, dann brauchst du den Gunfight, kannst du loslassen. Du holst natürlich perfekt die Posi da oben, um dann danach auf ihn drauf zu springen. Das ist schon sehr strong. Alex, ja, der Account heißt Alina, aber das ist seine Tochter. Ich weiß, dass der Mann Alex heißt. Wild. Wer saß da gerade so in der Ecke? Das war ein Freekill. Ihr müsst jetzt eigentlich schon Pari töten, ne? Sag ich, Chat. Schon mal zeigen, dass Uncut hier die Macht ist. Meinung zu Aim-Controller? Ich bin Scuff-Partner. Du wirst wahrscheinlich nicht hören wollen, was ich dazu zu sagen habe. Scuff auf jeden Fall auf die 1. Sei das Scuff auf die 1. Er mischt sich auch echt sehr smart ein, muss man sagen, ne? Also, das ist ja auch das, was einen guten Spieler ausmacht. Du suchst dir ja nicht die schwersten Gunfights freiwillig, sondern du suchst dir Gunfights, wo du die bessere Posi auf den Gegner hast. So. Jeder gute Spieler weiß, dass COD auch so geisteskrank random sein kann in einem Gunfight. Du musst nicht, nur weil du besser bist, alles overchallen. Und das macht Parit sehr gut hier, indem er halt wirklich einfach die Gunfights eingeht, wo er weiß, dass er die gewinnen wird.
Der Hack Safe hat halt Drohnen die ganze Zeit, ne? Was in Custom Games auch nicht funktioniert übrigens, ne? Du machst eine Drohne an und du siehst einfach als Zuschauer dann nicht, was auf der Drohne ist. Das ist was auch blöd ist. Es sind noch 4 Leute alive. Ich sage jetzt einfach mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass Parik das gewinnt, ist sehr hoch. Wer ist noch alive? Rabbit. Rabbit hat Parik da gerade gesehen. Mr. C, also Marcy, geht gerade down gegen Cash Carty, auch mit 10 Kills. Und Yassin ist auch noch alive mit 9 Kills. Und Parit gegen Yassin sehen wir jetzt. Yassin Sheepbreak. Da kommen die Nades rüber geflogen. Rabbit hier drauf, Cash Carty noch unten. Und Yassin jetzt mit der Almasa New Camo. Gegen Parit, das Duell will ich mir angucken. Parit versus Yassin. Oh ja, okay, okay, okay. Das war Overchilled. Das war Overchilled. Und jetzt die Top 250 Camo nehmen. Wichtig, Yassin. Wichtig. Uncut 1, Parit 0. Sag ich da einfach mal. Rabbit auf dem Dach muss jetzt gleich runter. Sieht aber Yassin. Und ich glaube, Carty weiß, dass Rabbit da oben ist. Ich glaube, jeder weiß, wo wer ist. Außer Yassin. Yassin weiß nichts. Rabbit ist immer noch oben. Guckt jetzt gleich runter, muss aber eh runterspringen. Carty hat eine gute Posi. Weiß auch, dass links noch runterspringen muss. Yassin kann da eigentlich auch chillen. Er schießt nicht, okay. Hat halt da auch eine gute Posi, muss man sagen, ne? Das ist halt auch gut. Ja, macht er gut. 1 gegen 1. Rabbit gegen Yassin. Und er ist da vor ihm. Sie haben sich gegenseitig, glaube ich, schon gesehen. Ja. Yassin First Shots, hat aber keine Semtex. Rabbit hat Semtex. Und das könnte scheiße werden für Yassin. Ja. Sheep Break. Ja. Die Semtex. Die Semtex war's. Genauso wie ich es gesagt habe. Und Yassin wird exekutiert, Alter! In die Eier, aua! Oi, oi, oi! Ja, die Semtex war's. Die Semtex war's. Ich sag auch weiterhin, wie es ist. Wurfmesser schön und gut. Du kannst damit mal auch geile Kills machen, wenn du schon 1 HP bist und nicht mehr den Gunfight gewinnen kannst mit One-Hit-Wurfmesser und zum Finishen auch geil. Aber Semtex ist es einfach. Ich sag, er soll 1 gegen 1 kommen, schreibt Yassin. Ja, GG's. GG's. Yassin Mahan, ja. Rabbit sogar Killer. Aber stimmt doch gar nicht, oder? Ist nur von seinem Team. Er hat nicht die meisten Kills der Lobby, glaube ich, gemacht. Naja, GG's auf jeden Fall. Aber ereignisreiche Runde, würde ich sagen. Sydney, danke für den frischen Sub. Willkommen im Stream. Kuss geht raus. Danke dir. Nee, das stimmt gar nicht. Ist nicht ein frischer. Ich bin in der Zeile verrutscht. 23 Monate, so rum. Corazon, danke für den Prime im 4. Alex hat 5 Subs rausgehauen, richtig? Ja. Alex, danke für die 5er Subbomb. Und Sprengmeister, danke für 2x5 Gifted Subs. Ich hoffe, da kam während der Runde schon Stylus Elz in den Chat. Wenn nicht, dann jetzt. Und bitte bedankt euch, wenn ihr einen Sub gegiftet bekommen habt. Denn ihr habt dann einen Monat keine Werbung auch. Was auch sehr, sehr wichtig ist, ne? Deshalb da auf jeden Fall bedanken. Lipson, danke für den frischen Sub. Das ist jetzt ein frischer gewesen, ja. Uhren mit einem gegiftet bekommenen Sub. Marley mit 10 Monaten Prime. Shockwave mit dem Prime 2 in den wichtigsten. Und Moonwalker mit 13 Monaten Prime. Ich glaube, die hatten wir sogar aber schon. Ja, wir sind, glaube ich, up to date. Kuss. 23 Monate gleich frischer Sub, ja. Wer ist Rabbit hier im Chat? Frage für einen Freund. Ich glaube, da hat jemand Yassin sauer gemacht. Ich will es aber nicht meinen. Drecksklassenrunde jetzt. Wäre schon lustig eigentlich, ne? Drecksklassenrunde. Eigentlich wäre das lustig. Das müsste man eigentlich einmal. Das ist auch ein richtig geiler Upload. Jede Drecksklasse kommt als eine Runde Ursikstan Solo auch in der Woche, wo das Drecksklassen-Video kam, als Uncut-Runde. Müssten wir eigentlich machen. Ist schon Content.
ist schon Content eigentlich. Ich weiß, ihr habt keinen Bock drauf und ihr wünscht mir immer nur die Klassen zu spielen. Aber jetzt seid ihr mal dran. Ist halt geil zum Zuschauen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich die sehen möchte. Dance Baby. Was ist das eigentlich für ein Name? Do you wanna dance, baby? Nee, WTF? Doch. Das ist Content, Chat. Das ist Content. Ihr, ich hab keine. Ich zeig euch die Drecksklasse. Ich zeig euch die Drecksklasse, Chat. Keine Sorge. Keine Sorge. Da ist wenigstens Skill benötigt. Ja. Darf ich mir heute zu meinem Geburtstag eine Runde die Regeln wünschen, please? Sparkling, die Runde danach darfst du dir die Regeln aussuchen, ja. Und Happy Birthday. Normale Runde Wondel. Chat, es geht hier auch um Content, ne? Ich habe so viele, wir haben so viele Uncut-Runden in letzter Zeit gemacht. Ich denke mir richtig oft, wenn ich mir die im Nachhinein anschaue, so, will man die sich dann auf YouTube anschauen? Ist das wirklich spannend? Weiß ich nicht. Deshalb machen wir jetzt eine Runde Drecksklassen. Habe auch keine Drecksklassen. Es gibt eine Klasse, die ich euch jetzt zeige und die baut ihr euch einfach nach. Deshalb, ich würde euch jetzt empfehlen, entweder macht ihr das in ganz normalen Klassen-Editor, macht euch kurz eine neue Klasse und speichert euch die beiden Waffen dann kurz ab. Dann könnt ihr die in Custom Games nämlich dann auswählen. Denn ganz, ganz wichtig, im privaten Match hat man nicht seine Public Warzone-Klassen. Im privaten Match hat man andere Klassen und da ist auch alles frei. Alles. Ich zeige euch jetzt die beiden Klassen. Bitte nicht Johns. Nee, wir machen die letzte. Die jetzt quasi. Oh, das war nicht gewollt. Alle MW3-Waffen nur. Was war's? Und die MTZ-556 ist ja sogar jetzt besser, als ich sie in dem Video gespielt habe, ne? Die hat sogar einen Buff bekommen. Für Drecksklassen einfach Dinkels Meta-Video schauen. Ja, good one. Ist ein good one. Stylus befiehlt, du meinst Stylus sagt. Ja, ist nicht so einfach in Warzone, finde ich. So, also die MTZ mit dem 20-Schuss-Magazin kann ich euch schon mal sagen. Unterlauf, Jack Purifier, das ist der Flammenwerfer. Kein Schaft. Welches Visier habe ich gespielt? Welches Sniper-Visier? Das ist Luca Bandera, ne? Luca Bandera Scope und ich glaube, es war noch ein Lauf, oder? War es der kurze Lauf noch? Code gibt's noch nicht. Das könnt ihr euch parallel schon mal nachbauen, ob ihr das im Private Match macht, kurz, indem ihr einfach selbst ein Private Match aufmacht und euch da die Klasse baut oder in Public und die Waffen dann speichert, um sie dann auszuwählen, wie ihr wollt. Ich zeige euch aber hier jetzt einmal die Klasse. Ihr könnt es aber auch im Drecksklassen-Video, glaube ich, einfach selbst sehen. Ich muss mir jetzt die selbst auch nochmal angucken. Wir machen aber eine Runde jetzt auf jeden Fall Drecksklasse, Chat. Eine Runde Drecksklasse. Das könnte man schon eigentlich einführen so. Diese Seite funktioniert nicht. Was? Studio.youtube.com gab es einfach gerade nicht. Perfekt. YouTube Studio. Jetzt geht's wieder. Keiner weiß. Nur drei Aufsätze? Nee. Ich bin gerade noch am Bauen. Ah ja, oh mein Gott, er hat's nur eine Millisekunde gefühlt gezeigt. So. Flammenwerfer, Brandmunition. Ah, Brandmunition. Stimmt, Brandmunition auch noch. True. Incendiary hier hinten. So. Das ist auf Englisch, aber auf Deutsch werdet ihr es schon finden, ne? Auf Deutsch werdet ihr es schon finden. So. Das ist die Primärwaffe, die ihr euch schon mal bauen könnt, Chat. Einzelne Chat, wenn ihr die nachgebaut habt und dann am besten einmal abspeichern. Oder wenn ihr es in Custom Game gemacht habt, dann braucht ihr es nicht abspeichern. Und in Custom Game, was wir gleich machen, hat man alle Aufsätze frei, Chat. Alle Aufsätze hat man frei. Hat das Visier nicht? Du hast das Luca Bandera Scope nicht? Das ist ganz hier hinten eigentlich. Spiel startet, darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Also wir können ja nicht auf jeden warten, der jetzt gerade erst sein Spiel startet. Das ist sie auch nicht, dann nehmt eins daneben. Nehmt beispielsweise das hier, das DS Farsight. Auf jeden Fall ein Sniper-Scope braucht ihr.
Es stand nicht aktiv drin, welches Sniper Scope, aber auf jeden Fall Sniper Scope. Und baut euch die Klasse auch alle 1:1 nach, wenn ihr die Möglichkeit habt, ne? Wo ist der Code? Es gibt noch keinen Code. Habt die Position nicht freigeschaltet, dann macht es in Custom Games. Chat, ihr hört mir aber auch nicht zu, ne? Also, im privaten Match hat man gleich alles frei. Aber im privaten Match hat man, kann man halt nicht abspeichern. Deshalb zeige ich das jetzt hier gerade in Public einmal. Ihr könnt es in Public machen, wenn ihr alle Aussätze habt und dann die Klasse speichern. Oder ihr könnt in Custom Games euch direkt die Klasse machen. Das ist die Brandmunition, die hinterste. Incendiary ist Brandmunition. Ja. Brandmunition. Okay. Die Primärwaffe haben wir, ja? Die sollte jeder haben. Gut. Sekundärwaffe ist die Longbow. Die Longbow. Die Longbow und die baut ihr auf Range, so wie ich sie gebaut habe. Aber kann man, glaube ich, gar nicht mehr so bauen, weil... Genau, es gibt die Munitionsmods und sowas gibt es gar nicht mehr. Was hatte ich hier nochmal drauf? Ich hatte das SPX-Visier, glaube ich, drauf. Beziehungsweise, nee, wir machen Choreo Eagles Eye. Den Lauf. Ach, du Kracher. Ach, du Kracher. Die wurde ja so krass genervt quasi. Das da drauf. Wir machen noch einen Laser drauf einfach. So, den hier. Das ist die zweite. Wann bis da Gulasch ist auf dem Herd? Komm sofort. Hier braucht ihr das Umbau-Kit, by the way, hier unten, ne? Das Conversion-Kit. Und das ist dann die Longbow. Dann spielt ihr in Drecksklassenrunde doch alleine? Nee. Bullseye wäre wild als Visier. Ja, stimmt, aber habe ich ja nicht so gespielt. Stimmt, dieses Bullseye-Visier ist auch so scheiße, ne? So. Das ist die erste nochmal. Chat, das nächste Mal muss es auch ein bisschen schneller gehen. Wo hast du den Sonic-Scheinwerfer her? Keine Ahnung. Weiß ich nicht, den habe ich einfach frei. Hier, Yannick schreibt auch nochmal rein, was, Yannick schreibt auch nochmal rein. Habe kein Umbau-Kit. Nee, also Chat, langsam reicht's mir. Langsam reicht's mir. So, Tacticals spielt ihr, was habe ich gespielt? Stun habe ich gespielt, ne, ja. Wenn jetzt halt gleich jeder Stun spielt, ist scheiße. Flash. Und primär könnt ihr Semtex spielen. Und Perks egal. Perks machen wir egal. Gibt keinen Sonic-Schalldämpfer. Ja, dann macht euch halt einen anderen Schalldämpfer rein. Das ist jetzt nicht schlimm. Das ist einfach nur der, der die Bullet Velocity noch ein bisschen verbessert. Shadows, also ihr könnt ja auch Spirit Fire einfach nehmen. Dann nehmt Spirit Fire, wenn ihr den Sonic nicht habt. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr die Klasse gerade in Public macht, habt ihr die nicht automatisch gleich im privaten Spiel. Das heißt, hier müsstet ihr euch die Klassen jetzt speichern, damit ihr dann in Custom Game diese Waffen direkt auswählen könnt. Also ihr geht dann, ne, Join Private Match, wenn ihr dann den Code eingebt, alles klar, easy, zack. Warte. In Deutsch heißt der Schalldämpfer. Der Sonic-Schalldämpfer heißt einfach nur Schalldämpfer. Perfekt. So, Lobby-Code zeige ich euch noch nicht. Weil ihr habt hier in Public, in Custom Games habt ihr andere Klassen. Da müsstet ihr dann, wenn ihr dann reinkommt, gleich schnell einfach auswählen, zack, euch die gespeicherte Klasse hier reinpacken, zack. Dann hier bei Sniper schnell rein, Longbow, zack. Und eure Sachen hier machen, wisst ihr? Ich spiele eh nicht mit, deshalb ist ja quasi jetzt für mich egal. Groß- und Kleinschreibung ist egal beim Code, ja. Das ist nicht die richtige Longbow-Klasse hier. Die Longbow-Klasse ist hier mit dem Conversion-Kit, das Umbau-Kit unten. Dann einmal der lange Lauf. Dann ein x-beliebiger Schalldämpfer. Ich habe hier den Sonic Suppressor. Das ist der Schalldämpfer auf Deutsch. Und dann noch einmal das Choreo Eagles Eye Visier. Das, was FK gerade in den Chat schreibt, da steht nochmal alles drin.
Taktik und Primär, habe ich auch gerade gesagt. Flash und Semtex. Flash und Semtex. So. Also, nächstes Mal bereite ich mich besser drauf vor mit Rechtsklassen. Das kann man ja live wirklich gar nicht machen. Das kriegt ja keiner hin. Einzelne Chat, wenn ihr die Klasse gebaut habt, in Custom Games. Hast du Unlock All? I can't. Und das ist jetzt noch eine ganz wichtige Regel, genau, was Max in den Chat schreibt. Keine Kills mit Bodenloot sind erlaubt. Ihr dürft nur mit dieser Klasse Kills machen. Das bedeutet, ihr landet und ihr fightet nicht mit Bodenwaffen, sondern ihr lootet, bis ihr diese Klasse habt. Oder ihr kauft euch die Waffen am Shop. Macht euch eine zweite Klasse, wo die Longbow als Primärwaffe drin ist. Und dann kauft ihr euch am Shop für 5.000 oder so. Weil sonst, das ist ja eine schlechtere Klasse, als man auf dem Boden finden würde. Sonst haben Leute, die die Klasse noch nicht haben, ja einen Vorteil. Das ist gottlos, ne? Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir das machen können. Weil sonst wird irgendeiner eine geile Ram am Boden finden, wird die spielen und der gewinnt 10 von 10 Gunfights gegen euch, wenn ihr diese MTZ spielt. Geht nicht anders. Starterpistole auch verboten. Gulag ist immer alles erlaubt. Gulag ist alles erlaubt. MTZ mit Flammenwerfer. MTZ mit Flammenwerfer. Ja, wir spielen Drecksklasse. Welche Extras? Extras sind alle erlaubt. Extras sind alles erlaubt. Was ist mit Fäusten? Ja, du kannst mit Fäusten boxen, wenn du magst, ja. Alle gecheckt? Alle verstanden, was wir gerade jetzt machen? Oder wird es hier gleich jemanden geben, der auf einmal reingeekt mit Meta? Das will ich aber nicht sehen, weil dann gibt es auch einen Permaban-Chat. Dann gibt es einen Permaban. Yannick schreibt hier gerade nochmal in den Chat übrigens. Zweite Waffe bitte. Wird hier von Yannick in den Chat geschrieben. Weil ich habe sie, umgebaut jetzt, ja. Oder habe ich sie umgebaut? Oder ist das die nochmal? Ja, das ist die sogar. Alle verstanden? Safe gibt es solche, ja. Perma ist ein Permaban. Ja, ja, safe. Wenn man sich jetzt nicht aktiv an Regeln hält, dann Permaban, safe. Also, weil das versaut ja dann den anderen den Spaß, die sich an Regeln halten. Und sowas will ich hier nicht sehen. Geht eh schief. Ich gehe auch davon aus, aber naja. Ich sag mal, ich habe jetzt mein Bestes getan, dass es nicht schief geht. So, ich mache aber eine neue Custom Lobby auf. Ist Flash die Blendgranate? Ja. Ja, ja, ja. Hab kein Umbau-Kit. In Private Match hast du das Umbau-Kit. In Private Match hast du alles frei. In Customs hat man alles frei. Wenn ihr die. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole jetzt nochmals, weil es irgendjemand sicherlich immer noch nicht gecheckt hat. Wenn ihr die Klasse gerade hier in diesem Menü bei euren Waffen gebaut habt und ihr jetzt gleich in die Lobby kommt und euch freut, oh, ich bin drin, aber an euren Klassen nichts ändert in dem Private Match, dann werdet ihr nicht diese Klasse haben, weil es einen unterschiedlichen Klassenpool in Private Matches und Public Matches gibt. Wenn ihr gleich in der Lobby joint und ihr nichts ändert an euren Klassen, dann werdet ihr nicht eure Public-Klassen haben, sondern ihr werdet eure Custom-Klassen haben. Also bitte achtet gleich darauf, dass wenn ihr joint, ihr euch schnell noch die Waffenklassen baut oder im Optimalfall habt ihr die gerade sowieso schon im Public, in Custom gemacht. Das ist so kompliziert. So, und jetzt mache ich einen Code. Versucht nachzudenken, ja. Deshalb, Chat, bitte macht dann auch bei diesen Uncut-Runden immer nur mit. Vor allem, wenn wir solche speziellen Regeln machen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es versteht. Bitte. Ich will nicht hier gleich dann wieder in der Runde jetzt wieder 20 Kommentare sehen. Ach so, jetzt habe ich meine Waffen nicht. Oh, jetzt habe ich, oh, ach so. Ich habe nicht mitbekommen, dass wir Regeln machen. Bitte nur dann mitmachen, wenn ihr auch checkt, was man machen muss. Und bitte nicht gleich mit Bodenwaffen fighten. Bitte nur mit der Klasse. Es wird schief gehen. Es wird schief gehen. So, bis zum Loadout nur Pistole. Ich lasse jetzt passieren, was passiert. Ich rede mich jetzt nicht mehr auf. So, die ersten vier Stellen schicke ich jetzt in den Chat. Der Code hat aber 5 Stellen. Ich mache aber so, dass ihr... Moin Noah. Ich mache so, dass jeder gleichzeitig... den ganzen Code eingeben kann. So. Ach so, nur der Loadout. Ja, ja, ja. Das wird so kommen. GVV. So.
Das ist der 4-stellige Code. Es gibt aber einen 5-stelligen Code, ja. Und das ist die letzte Ziffer hier, bitteschön. So. Ja, das ist auch das Problem bei Squid. Deshalb mache ich ja eigentlich immer ungern Runden mit Regeln, weil es wirklich zu kompliziert ist. Dann schaltet einer gerade erst ein. Dann zeigst du die Klasse, dann warte, ich muss meine Konsole noch anmachen. Warte, ich muss noch nach Hause fahren. Warte noch bitte 5 Minuten. So, bin jetzt da, wenn man dann fertig ist mit der Klasse. Wie ist die Klasse nochmal? Bis Lodot nicht fighten. Ja. Gut, also ich bin es gewohnt mittlerweile, aber es ist trotzdem jedes Mal wieder anstrengend. Was mit dem YouTube-Chip? Was soll mit dem sein? Und die Klasse ist angeheftet sogar. Und wird hier in den Chat gespammt die ganze Zeit, Chat. Warte. Warte noch kurz, bin gerade Burger King Drive-In. Wäre halt geil, wenn man einfach Regeln einstellen könnte. Das stimmt. Das würde vieles, vieles lösen. Ist das die Musik von Carsten Stahl? Ja. Wartest du da, das bin in 4 Stunden zu Hause. Ich wiederhole mich jetzt nochmal. Jeder, der jetzt der Lobby joint, geht einmal rechts auf eure Waffen und guckt, dass ihr hier, im Optimalfall in den ersten beiden Lodots, diese beide oder diese Klasse habt. Die Drecksklasse. Wichtig. Durchfall, Broadshell. Muss noch Warzone runterladen. Hat mein PC neu gestartet. Muss noch mit Merkel Klasse bauen. Digga. Muss noch Spielmaschine ausräumen. Oh mein Gott. Mit Snipen? Ich kann das nicht mehr. Brot-Aim, das stimmt. Und deshalb versuchen wir es ja so, so fair wie nur irgendwie möglich zu machen, dass halt jeder gleichzeitig den Code hat, weißt du, Brot-Aim? Wie sehr fühlst du dich aktuell wie ein Lehrer? Schon ein bisschen, ja. So, jeder, der drin ist, mit lange Sie. Jeder, der drin ist, einmal eure Klassen checken und danach einen einzelnen Chat schreiben, wenn ihr ready seid, wenn ich starten kann. Taktische Haltung ist in Ordnung. Taktische Haltung ist in Ordnung, ja. Muss noch Bad Boy Beeman Tweets liken. Bin gerade Sitzung im Bundestag. Hat jemand den Code? Vollstrecker darfst du machen, ja. Muss noch kurz die Waffen leveln. I can't. Darf ich eben Kreide holen? Stimmt, eigentlich muss ich für solche Lehrermomente muss ich eigentlich meine Brille aufziehen, ne? So, okay, ich glaube, wir können starten. Ja, ich starte lieber, Flip. Du hast recht, ja. Du hast recht. Ich brauche dafür jetzt auch, also, dafür brauche ich jetzt auch ein Level-Up Hydration. 3-4-2 bei Level-Up übrigens noch, ne? Ihr könnt 3 Dosen kaufen, 2 bezahlen und es gibt 2 neue Geschmäcker auch. Beide sehr nice. Obwohl ich sagen muss, ich bin ja nicht so der Fan von sauer. Deshalb finde ich die blaue Edition geiler als die grüne, weil die grüne ist saure Apfelringe. Und mit Cold Siders am Ende nochmal 5% obendrauf sparen bei 3-4-2. Gerne abchecken. Und ich knall mir jetzt hier so ein Hydration Package rein. Oh mein Gott, das hab das richtig dumm gemacht. Ich kann euch empfehlen, das immer nur mit Schere zu öffnen. Oh mein Gott, das geht schief. Und für den knappen Liter hier brauche ich nicht mal die ganze Packung. Das reicht so. Welche Waffen nochmal? Alle Meter. Oh mein Gott. Warum komme ich nicht rein? Muss ich Crossplay anhaben oder nicht? Du musst Crossplay anhaben, TG. Ja, ja, ja. Das sah schon mal gut aus gerade. Das sah schon mal gut aus. Okay, ich bin mal gespannt. Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass die Runde jetzt gut laufen wird. Dass sich die Leute an die Regeln halten werden. 2 in den Chat, wenn ihr denkt, dass es Probleme geben wird. Okay. Gemischte Meinung. Gleich kommt der Bannhammer. Ja. Und das erste, was ich sehe, ist Parit. Parit wird einfach nur nebenbei zugehört, nicht richtig zugehört haben, wird nicht die richtigen Klassen spielen, sage ich. So.
es hat dieses Mal wirklich lange gedauert, bis wir diese Runde starten konnten. Aber in diesem Sinne, willkommen zurück zu einer weiteren Uncut-Runde. Heute Drecksklassen-Uncut-Runden. Und das würde ich gerne als Format durchsetzen. Lasst an der Stelle jetzt schon ein Like da, wenn ihr es gut findet. Lasst ein Dislike da, wenn ihr es nicht gut findet. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie so eine kleine Abstimmung. Immer, wenn wir jetzt auf dem Hauptkanal ein neues Drecksklassen-Video aufnehmen und raushauen, wo ich eure vorgeschlagene Drecksklasse, also wirklich eine richtig schlechte Klasse in Warzone spielen muss, machen wir in der Woche, wo das Video rauskommt, am Sonntag Uncut-Runden, also Runden, wo ihr spielt in einem privaten Warzone-Match und ich zugucke, wo ihr dann diese Klasse aus dem Video spielen müsst. Ich finde, das ist eigentlich eine sehr geile Idee. Es ist aber nicht so einfach, den Leuten das klarzumachen, die Klasse zu bauen, den Leuten zu sagen, ihr dürft nicht fighten, bis ihr die Klasse habt und so weiter und so fort. Und wir haben da jetzt wirklich gefühlt eine halbe Stunde rumgemacht, bis jeder dann auch mal ready war. Dann schreibt der eine, er muss noch seinen PC starten, als wir schon bei der Sekundärwaffe und sowas sind, die nachzubauen und sowas. Dann musst du den Leuten sagen, dass in Custom-Games du andere Klassen hast als im Private-Match und sowas. Es ist sehr kompliziert, deshalb gehe ich sehr stark davon aus, einige werden es nicht raffen. Denn wir haben auch die Regel gemacht, natürlich ist nichts erlaubt, außer diese Drecksklasse zu spielen. Und Rifle mit Uncut im Clan-Tag, bei dem bin ich mir sicher, der hat die Klasse richtig gebaut. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bei Rifle können wir erstmal draufbleiben. Das ist perfekt so. Die Regel, man darf mit nichts anderem Kills machen, außer mit der Drecksklasse, ist logisch, weil alles vom Boden ist ja besser als diese Drecksklasse. Das heißt, du hast ja einen Vorteil, wenn du die eben nicht den Loadout holst. Und das ist ja aber eigentlich Ziel dieser Runde, mit Loadout zu spielen. Longbow, ein 20-Schuss-Magazin, MTZ-556, die ja jetzt sogar besser ist, als ich sie spielen musste, weil sie hat danach einen Buff bekommen. Flash und Semtex. Dann habe ich jetzt nicht gemacht, weil wenn die ganze Lobby Stun spielt, ist halt kacke. Ich habe das nur gemacht, weil ich ja keine Smokes spielen durfte. Deshalb haben wir das ein bisschen abgewandelt. Aber Feedback auf diese Episode sehr gewünscht. Ich bin sehr gespannt. Vor allem, das ist halt wirklich einfach eine Scheißklasse, ne? Oh, und direkt wieder im Magazin leer geschossen, by the way. Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber Rifle macht das sehr gut. Und ich glaube, ja, der Gegner hat auch direkt diese Waffe und diese Klasse gespielt. Das heißt, da hat es schon mal direkt funktioniert. Wir skippen mal ein bisschen durch und gucken uns hier so an, was die Leute spielen. Adam hat auch die richtige Klasse. Sehr gut. Und es ist auch schön zu sehen, dass andere diese vermogelte Klasse spielen müssen, die ich davor gespielt habe. Sie ist jetzt wirklich besser als zu dem Zeitpunkt, als ich sie spielen musste, weil die MTZ hat ja einen Buff bekommen. Die ist jetzt wirklich deutlich besser als davor. Die hat weniger Rückstoß. Aber es ist natürlich trotzdem eine scheiß Klasse. So, Dropex im Gulag. Maus-Keyboard-Spieler, ziemlich sicher. Dropex. Ja, schöner Kill, wichtig. Svetlana, 0 Kills, 2,5 auf Tasche. Wenn Svetlana, sie oder er, smart ist, geht er oder sie zum Shop und kauft sich jetzt einfach nur die MTZ. Und ja, auch da funktioniert es. Muss man auch an der Stelle sagen, ich habe zwar hier gerade wirklich gefühlt Kopf und Kragen verloren beim Regeln erklären und beim Erklären, was man machen muss, um hier die Lobby richtig zu spielen. Aber es funktioniert bisher auch. Auch mal. Ja, ja, auch Weezy hat es hinbekommen. Weezy, einer der Kandidaten, die davor gesagt haben, als ich beim Klassenzeigen war, yo, warte kurz, ich muss mein Spiel noch starten. Aber hat es hinbekommen, der Mann. Hat es hinbekommen. Marcy hat es auch mitbekommen. Er heißt Mr. C angeblich. Ich sag für immer Marcy. Kennt ihr noch Marcy XD? Pari zu sauer, weil er mit normaler Waffe geholt wurde. Er holt sich jetzt Rache, der Arme. Ja, ist aber based. Ist based. Die Longbow so scheiße auch in Warzone, ne? Ist eine richtige Drecksklasse einfach. Das Format macht mir richtig viel Spaß, muss ich sagen. Franz schneidet das ja. Falls ihr euch gerade denkt, was ist das Drecksklasse und alles Mögliche, schaut gerne in der Videobeschreibung, ich werde es in der Videobeschreibung verlinken auf jeden Fall, vorbei. Schaut euch das Video an. Drecksklassen-Videos sind sehr, sehr geil, sehr unterhaltsam. Ist ein bisschen Eigenlob so, ne? Aber Franz schneidet die Videos und deshalb sind die so gut. Mein Cutter, der schneidet nicht alle meine Videos, aber der schneidet die Drecksklassen-Videos und die sind wirklich 10 von 10, sage ich euch ehrlich. Die müsst ihr euch wirklich anschauen. Wenn ihr das Drecksklassen-Video davor nicht gesehen habt, gerne das Drecksklassen-Video danach schauen. Ist wirklich gut und kommt auch sehr gut an, deshalb freut mich das. Und deshalb will ich das hier auch in Customs mir mal anschauen, weil dann sehen wir hier eben nicht mal von Mr. C irgendwelche vergeekten Gunfights, wo er einfach alles trifft, sondern du siehst halt das. Sheep Break. Und dann finde ich es auch schön, dass ihr
es fühlt, was ich erleben muss, wenn ich mich für euch offstream hinsetze und public mit diesen Klassen spiele, gegen andere Leute, die Meta spielen dürfen. Ich find's schön. Ist das hier so viel schon daneben geschossen. Herrherd auch am Start. Versteht natürlich auch die Regeln, natürlich, ne? Klar. Schon immer am Start in Uncut-Runden. Der Mann wird natürlich hier nicht reinmogeln oder nicht zuhören. Yassin ist auch am Start. Yassin versteht es natürlich auch. Klare Sache. Optik Destroyer hat in der letzten Runde ein bisschen gekämpft. Aber hat sich jetzt auf jeden Fall die Klasse geholt. Funktioniert. Spark ist safe tot. Oder? Ja. Aber auch echt vergeekt. Und es ist echt schön zu sehen, dass jeder damit struggelt. Parried auch mit Drecksklasse. Ah! Parried, falsches Visier. Parried, falsches Visier. Sniper Scope war Pflicht. Parried hat's nicht gecheckt. Parried hat's nicht gecheckt. Adam 2009 mit der Stylus Camo auch. Wichtig. Wie geil wäre so eine Stylus Camo? Es gibt die noch. Herrherd. Ja, der macht in letzter Zeit öfter mit Bendel wieder. Er hat die aufgehoben. Okay. Okay, 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 okay. Dann ist in Ordnung. Dann ist in Ordnung. Aber dann trotzdem, er hat 3K. Bitte die eigene Waffe jetzt am Lodi oder am Shop oder so holen, weil... Ja, oder er hat sie aufgehoben. Okay, ja, ja, ja. Perfekt. Gut. Dann doch nichts gegen Parry. Dann was gegen den, der das davor nicht richtig gespielt hat. Deshalb immer aufpassen, Chat. Jeder Aussatz ist wichtig. Mit dem Rohpunktvisier ist die wirklich deutlich besser dann nochmal. Adam. 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 Ist das der Gockel, der da auf dem, der da wegfließt, auf die, wegströmt auf dem Wasser? Ist das, nee, nein, das ist die Ente, die einfach, die durchzieht, ne? Das ist Adam, ja. Das ist die Ente. Falls hast du gerade selbst gesagt, falsche Klasse. Okay, ja, dann alles fein. Ist HRM erlaubt? Nein, HRM ist nicht erlaubt. Adam. Gockel, ja, nee, das ist nicht das, was ich meinte. Und dann gibt's auch die Katze, die bei dem Sturm am Fenster vorbeifliegt. Elgato! Guter Gunfight, Rifle. Komm, wir gucken uns den Gunfight von Rifle an. Stark daneben. Stark daneben. Stark daneben. Stark daneben. Stark. Oh, getroffen! Aber er wurde auch getroffen. Guter Gunfight da. Nein, also HRM ist natürlich nicht erlaubt. Ganz klare Sache. Hier wird sich an Regeln gehalten. Hier wird sich an Regeln gehalten. Da ist wieder der obligatorische Blackscreen. Stylus go in me. Okay. Hier wird sich an Regeln gehalten. Hier wird sich auch an Regeln gehalten. Yassin hält sich auch an Regeln. Spielt aber Kronos. Hat keinen Rückschuss mit der Drecksklasse. Schade. Optik Destroyer. Blackscreen. Ich dachte gerade, wir schauen Floyd zu, ja. Crazy Man hält sich an Regeln. Sehen wir unten rechts, ja. Oh mein Gott. Stickdrift des Todes, John McClane. Wow! Und ein Kracher kassiert! Ein Krocherli! Ein Krocherli! Parit wissen wir auch, hält sich an Regeln. Adam hält sich an Regeln. Rifle hält sich... Oh mein Gott, ist die das ist so scheiße. Da gucken wir kurz den Gunfight zu. Uncut Cozies hat gerade jemand mit WSP 9 gekillt. Klinse killt mit HRM 9. Ja, ja, ja. Chat bitte an die Regeln halten. Throw Snow, manchmal ist das verbuggt mit den Freischaltdingern. Und der piekt nicht mehr, der Gegner von Rifle. Doch, er hat gerade gepiekt. Ja. Oh, und der Knock. Und der Prezi oben drauf. Und der Blackscreen. Der wird aber nicht finishen. Ich sage, das war nicht schnell genug. Ich sage, das Safe ist vorher durch und... Ne, er hat den Kill bekommen. Okay, GG's. Svetlana fährt mit Auto rum. Landstrop, wissen wir schon, dass er sich dran hält? Ich glaube, wir sind eh wieder zum Anfang geskippt. Warte mal, hier ist ein Gunfight. Doch, kein Gunfight. Wir gucken weiter. Yassin Gunfight. Yassin gucken wir zu. Mit Flash auch. Smoke übrigens auch nicht erlaubt, was auch richtig geil ist bei der Drecksklasse. Okay, okay, okay. Da kommt die Flash. Und der Push. Doch nicht der Push. Die Gegenflash. Hittet nicht. Wird hier gepusht.
Digga. Du musst halt immer auch instant nachladen wieder, ne? Aber ist geil, wenn jeder sich an Regeln hält und alle Gunfights dementsprechend dann auch fair sind, weil alle die gleichen Klassen spielen müssen, ist das echt geil. Und die Longbow ist so arsch. Wieso hat er beide Tarnungen? Ah, ich glaube, Yassin hat Multiplayer Crimson und Warzone schillernd. Oder umgekehrt. Hält sich an Regeln, hält sich an Regeln. Get on my level 88. Ach du Scheiße. Mit Fäusten? Okay. Gut. Nack Choice, das ist Sandro, glaube ich, ne? Sandro. Was passiert hier? Da. Oh mein Gott, er durfte keine Kills machen. Wegen Low, weil er den Loadout nicht hatte. Und er läuft da einfach zum Shop. Hä? Verstehe ich nicht. Check ich nicht. Also es ist keine Regel, dass man denjenigen dann nicht töten darf. Oh, 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 habt ihr das gesehen? Digga, Sandro so am Snaken. Professioneller Snaker. Ja. 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 Ja, stark. Pari tot, okay. Oh, wird hier gesnaked. Wird hier gesnaked. Wird da aus den Händen immer rausgepiekt. Gute Nate, warte mal, ist da einer vorbeigefahren? Ah ja, okay, da war die Nate hin. Okay, ich dachte gerade schon. Und es kommt Jailbreak, Chat! Es kommt Jailbreak! Ihr habt alle nochmal die Möglichkeit reinzukommen. Natürlich nur die, die nicht gequittet sind. Ist Pari gequittet? Was ist das? Was ist das für ein Scope? Ah, das ist das Kuriyuki-Seil, das sah einfach anders aus. Oh, maybe? Maybe? Nee? Die ist so scheiße. Pari wurde verbrannt. Perfekt. Alle, die verlassen haben, schade, ja. Ja, ja. Ich sag's aber immer wieder, ne? Nicht aus Ankerdrunden quitten. Es kann immer passieren. Vierte Zone, 69 Leute live, by the way. Was ist das hier eigentlich? Oh mein Gott. Platte rein, Schocks. Er hat den Kill bekommen. Okay. Ich wünschte, ich könnte das auch beheben mit diesem Blackswing. Ich weiß auch nicht, wie das ist. 63 Leute, vierte Zone. Vala Morghulis. Das war eine sehr, sehr geile Side-Story bei Game of Thrones, meiner Meinung nach. Hab mich richtig abgeholt. Game of Thrones ist sehr, sehr geil. Hab mich richtig lange gescheut, das zu schauen, aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Das war's auch wieder mit Serien. Wir reden nicht drüber. Gunfight. Ich glaube, er ist da oben, ja. Okay, andersrum. Okay, dann kein Gunfight. Aber ich muss sagen, bisher die interessanteste Warzone 3 Ankerrunde, die wir gemacht haben. Activision's Mom heißt er. Okay. Auch interessant. Gigidi hat eine BP50 und wird jetzt gebumst. Oh je, oh je, oh je. Oh, oh, oh! Er darf halt nicht fighten, ne? Gigidi. Er hat seine Klassen, er hat seine Waffen nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er muss so wegsprinten. Die Frage ist, hat der andere die Klassen? Was passiert hier? Weil es sei das Turning mit Trashwaffen, ja, würde ich sehen. Oh, 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 oh. Ja, machst du nichts. Er kann halt auch nichts machen, ne? Das ist halt dann blöd, wenn man solche Klassen macht. Wenn du halt dann late irgendwann zurückkommst, was willst du machen, ne? Ist halt Bodenloot. Musst du dann irgendwie versuchen, deine Waffen zu erlooten. Aber es wäre natürlich auch unfair mit der BP, dann auf die Leute zu schießen, die Drecksklasse machen. Das ist halt leider das, die kleine Sache, die man nicht ändern kann dann, ne? Wenn man solche Klassen vorgibt, dann gibt es immer Situationen in-game, die dann scheiße sind. Aber anders geht's halt dann leider nicht, ne? Irgendein Tod muss zu sterben. Würde meine Mom sagen. Oh, Levi wird geholt. Ja, machst du nix.
Same. Wir haben noch keinen geilen Longshot mit der Longbow, by the way, gesehen. Stun und Finisher erlaubt, Stun nicht. Flash. Oh. Oh, ui, ui, ui. Alter. Big Balls, Genesis auf Benjiro. Auf Close Range mit der Longbow. Er kann den Gunfight nur gewinnen, wenn er beide Headshots trifft. Und genau das hat er gemacht. Das war strong. Eisvogel, danke für die 3 Gifted Subs. Kuss. Danke dir. Lege ich in der Pause nochmal vor. Rauch übrigens nicht erlaubt. Yassin mit Rauch. Hatte davor aber Flash leicht auszusehen aufgehoben. Ist mir auch einmal während Drecksklassenrunde passiert. Rauch ist nicht erlaubt tatsächlich, ja. Smoke ist Teil der Drecksklasse, dass das nicht erlaubt war. El Quaco MVP. Ach du Scheiße. Aber alle halten sich an Regeln. Nee, er hat in auszusehen, glaube ich, die Kettensäge statt dem Flammenwerfer, ne? Ich glaube, er hat nicht richtig hingeschaut. Das ist die Kettensäge. Da ist einer rechts neben ihm. Oh, aber sehr gutes Thumbnail. Sehr, sehr gutes Thumbnail, El Quaco. Sehr gutes Thumbnail. Ich benutze alle 4 Pedals, ja. Das war gerade Thumbnail-Service. Hier geht es jetzt richtig ab. 28 Leute live. Oh ja. Sehe ich. Da. Nee. Schieß doch weiter. Du hast 34 Bullets noch. Fahrzeuge haben wir nicht verboten, deshalb ja, grundsätzlich erlaubt. Aber Gott sei Dank sehe ich nicht so viele. Shox hält sich auch an Regeln. Es funktioniert tatsächlich sehr viel besser, als ich dachte. Ich glaube, die ganzen Leute, die sich nicht dran gehalten haben, sind alle tot. Und natürlich kannst du das jetzt auch nicht so einfach spielen, wie du es sonst gewohnt bist, weil... Rums. Du diese Klasse halt spielen musst, ne? Du kannst halt, du bist halt auch viel safer jetzt. Beispielsweise Lees kann hier ganz entspannt hier laufen, weil natürlich keiner so einfach jetzt mit einer Meta-Waffe ihn pushen kann. Und der Gegner muss jetzt auch direkt wieder nachladen, weil es sind halt nur 20 Schuss, die man hat. Es ist schon geil, muss man sagen. Ich werde mit MP einmal gekillt und dann wurde ich mit Waffe geboxt. Junge, ja, das ist scheiße. Danach darfst du aber Regeln bestimmen, Sparkling. Okay, er schwimmt hier safe. Warte mal, ist das eine Wasserzone? Ach du Scheiße, alle, die hier im Festland sind, müssen darüber. Oh mein Gott. Boah, alter Kracher. Ich glaube, das war Yassin. Lolli, was hat Lolli da mit seiner Waffe gemacht? Er hat die Katze drauf, er hat irgendwie 4 verschiedene Varianten damit eingebaut, er hat sich selbst geflasht. Lolli, was machst du? Was machst du? Oh mein Gott, ich will Lolli zugucken. Lolli, hast du Platten? Platten! Oh mein Gott, Lolli hat so losgelassen. Oh mein Gott. Lolli hat wirklich nur drauf gewartet, bis er abgeholt wird. Er hat auch Out of Zone, da müssen auch noch Leute moven. Aber guckt euch mal an, was das für ein ganz, ganz anderes Gameplay hier gerade ist, weil alle diese Waffe spielen. Übel geil. Also, für mich steht es jetzt schon fest, wir machen das immer. Wir machen das immer. Safe. Wenn ich ein Drecksklassen-Video aufgenommen habe, dann gibt es eine Ursixan-Solo-Uncut-Runde, wo wir dann auch Drecksklassen spielen. T-Bomb tot. Schade. Rifle noch alive. Achi noch alive, mit Flammenwerfer in der Hand. Lees hier unter Wasser, er kann auch nichts machen. Ja, tot. F an Lees. Eine Bo... Oh, sein AP! Er kommt weg. Oh mein Gott. Wie gut. Er kann ihm in den Rücken schießen jetzt. Schieß ihm in den Rücken. Du brauchst die Posi. Nein, ihm wird in den Rücken geschossen. Oh, und dann wird er noch gesniped und abgefackelt. Rifle mit nächstem Sniper-Kill. Nächster Sniper-Hit. Immer nachladen, 20 Schuss, wichtig. Hairhead auch noch alive. Activision's Mom. Genesis of Benjiro. Und User. Oh mein Gott. Der Rifle wird hier durch die Wand gesniped. Wer wird's holen? Wer holt die erste Uncut-Drecksklassenrunde aller Zeiten, ne? Wir haben noch kein Ohr, wichtiger Hitter. Wir haben noch nicht Drecksklassen gemacht bisher, ne?
Hä, hat ein bisschen Arschposi da jetzt. Halt auch keine Smokes zu moven. Zwei Leute, die ihn up-aimen. Einer oben, einer unten. Ja, ja, das. Uiui. Oh ja, da machst du nichts. Da machst du nichts, Herr Herd. Ich glaube, das Self-Revive wird auch nicht helfen. Da kommt noch die Nate. Oh mein Gott, ja, keine Chance. Keine Chance. Dass die Zone halt auch wegpullt von ihm, ist auch wirklich Klassiker. Genesis auf Benziro ist hier. Benziro, User und Rifle, ne? Ja. Ich guck Rifle zu. Rifle 9 Kills. 4 Kills Genesis. Oh, das war eine Stuck! 1 gegen 1. Rifle und Benziro. Und er ist oben, glaube ich. Da wird rumgefackelt. Und jetzt wird gepusht von Rifle. Benjiro rennt weg. Und ich glaube, Rifle ist ganz hoch gegangen. Ja. Rifle ist ganz oben. Benjiro ganz unten. 1 gegen 1. Benjiro mit dem Flammenwerfer in der Hand. Ich sage, das Ding hat eine schlechtere TTK als die MTZ mit Feuermuni. Flammenwerfer, glaube ich, die schlechtere Wahl. Hier wird geflasht zweimal. Und dann wird gepusht. Und das gewinnt Rifle. Rifle wieder in Form hoch. 10 Kills, Uncut Drecksklassen Win. GG's. GG's. Aber war eine geile Runde, muss ich sagen. Leute haben sich dran gehalten, einigermaßen. War sehr viel spannender zuzuschauen. Weil alle was anderes gespielt haben. Nicht jeder spielt halt Ram, HRM, Sniper auf Dach, wie auch immer. Sondern alle spielen diese Drecksklasse. Ich sage, war eine sehr, sehr gute Uncut-Runde. Ja. Deshalb lasst einen Kommentar da unten im Video. Gerne Feedback. Und wie gesagt, Like oder Dislike, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und Rifle mit Form hoch wieder, wichtig. Und ein Monster Energy Operator, den ich nicht kenne. Und jetzt ist es ein Standard-Skin. Perfekt. GG's. War geil, oder? War geil. So, ich gehe jetzt ganz kurz pinkeln und Sparkling hat heute Geburtstag im Chat, deshalb darf der jetzt entscheiden, was wir in der nächsten Runde machen. Aber davor lesen wir natürlich noch Subs vor. Sydney mit 23 Monaten hat mir vorgelesen. Sakazuki? Ja, danke für den frischen Sub, willkommen im Stream. Catweasel, danke für den Prime im 3. Kuss. Schmitty, danke für den Resub im 6. Krümelkater, danke für den Prime im 5. Lord Kinzo, danke für, nee, nicht Lord Kinzo, sorry. Eisvogel mit den 3 Gifte-Sub an Kinzo, Chansey und Growing Standard, so. Kuss. War wirklich gut, oder? 7 von 10. Justin, weil du nicht gewonnen hast. Moin, Miss Supernatural. Ich fand's auch gut, ja. Braucht ein MTZ-Loadout. ja, ich bin sofort wieder da. Sparkling entscheidet, was wir machen.
Du willst die Welt brennen sehen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Okay. Sparkling hat sich die Regeln ausgesucht. Und das sind die Regeln. Schwimmst du morgen auch? Ja. Das sind die Regeln. Auch halbe Drecksklasse. Ich würde sagen, es ist eine ganze Drecksklasse. Es ist eine ganze Drecksklasse. Was ist Knife? Knife ist Messer. Knife ist Messer. Also ich baue euch die Klasse mal nach. Ist MTZ erlaubt? Oh mein Gott. Und auch da zählt wahrscheinlich keine Kills mit anderen Waffen, richtig? Wir können kein Schild spielen, wir kommen in die Hölle. Wenn es alle spielen, ist wieder okay. Ja, habe ich sogar ausprobiert, Anton, ja. Ja, ja, ja. Will ich auf jeden Fall auch noch ein Video zu machen. Oh, warte mal. Nur damit. Okay. Giat. Okay, ich zeige euch die Klasse, Chat. Also. Geht gar nicht, oder? Warte mal, wo ist ein Schild? Hä? Schild geht nicht. Ah. Sorry. Ich hatte noch eingestellt, ja, ich habe selbst gemerkt. Schild ist eine MW2-Waffe. Wenn ihr das Schild nicht findet, es ist die MW2-Waffe. Ja, natürlich. So, Schild. Und welches Knife? Ich würde nämlich sagen, es sind nicht alle Knives erlaubt. Weil sonst spielen Leute auch diesen Schlagstock und das ist scheiße. Ist Kilo erlaubt? Ich würde nicht sagen, dass jedes Knife erlaubt ist. Ich würde sagen, Gutterknife oder Karambit. Und wahrscheinlich am besten Karambit, weil Gutterknife werden die Leute wieder fragen, was ist das? Und auf Deutsch heißt es Ausweidemesser. Karambit, würde ich sagen. Ich würde sagen, Schild, Karambit. So, was noch? Easy, danke für den sechsten mit Prime. Und Kassler Brocken auch, danke für deinen sechsten mit Prime. Kuss. Wurfstern und Stim. Ja, Stim. Throwing Star. Und Perks egal. Das ist die Klasse. Und es gilt wieder nur Kills damit machen. Und Fahrzeuge sind verboten. Schildes Primär, ja. Es lag an MW2, ja. Ist Longbow Umbau-Kit erlaubt? Darf ich das normale Messer spielen, weil das neue ist so hässlich? Nein, spiel einfach das Karambit. Dann ist für jeden gleich. Oh mein Gott. Werden so viele Leute so sehen, die einfach nur so rumlaufen. Du siehst ja dann gar nichts, außer die linke Faust ab und zu. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Perks egal, ja, Perks egal. Hat den Wurf ständig. In Custom Game ist er freigeschaltet, ja. In Custom ist er freigeschaltet. In Custom ist alles frei, Chat. Alles. So, seid ihr ready, Chat? Wurfmesser nicht erlaubt, nein. Darf man boxen? Ja, mit dem Schild darfst du boxen. Aber nicht mit einer Waffe, weil das ist stärker. Ist grundsätzlich jeder erlaubt? Ist grundsätzlich jeder ready und weiß, was er meint? Was man machen muss? Keine Streaks aus der Drohne und so. Doch, Streaks sind erlaubt, glaube ich. Keko, danke für 3 Monate. Kuss. Doch, keine Autos und keine Streaks. Sorry. Keine Streaks. Sorry. Es ist angeheftete Nachricht auch, Chat. Es ist eine angeheftete Nachricht. Jetzt habe ich selbst nicht gelesen, Digga. Hier. Da steht alles drin, was ihr braucht. Und es gibt keine Ausnahmen für, darf ich das andere Knife nutzen? Nein.
Es muss das Karambit und das Schild sein, Stim und der Wurfstern. Der Wurfstern existiert im Custom Game. Nicht das Wurfmesser stattdessen nehmen. Okay? So, und wie man in die Lobby kommt, ist ganz einfach. Aufpassen jetzt auch alle, ja? Ohren und Augen öffnen. Während ihr in diesem Warzone-Menü seid mit den ganzen Playlists, geht ihr einfach ganz runter, Join Private Match bzw. privatem Spiel beitreten und hier müsst ihr den Code eingeben. Den Code bekommt ihr im Chat, weil ich werde den jetzt machen, den Code. Was? Den Wurfstern kann ich nicht benutzen, weil ich die neuen spreche. In Custom Games kannst du den benutzen. Du kannst den vielleicht in Public nicht benutzen, aber in Custom Games hast du den. Du musst noch CDL gewinnen. I can't. Aber es ist zum ersten Mal gemacht mit einem Sub. Keko, vielen lieben Dank. Das freut mich, dass ich der Erste bin dann. Musst du natürlich nicht machen, aber ich hoffe, du gönnst dir jetzt ab sofort ohne Stream die Werbung. Genau. Wir lassen es dabei auch. Passt. Ohne Stream die Werbung gönnen. Beste Leben. So, und jetzt gibt es den Code in den Chat. LZBM sind die ersten 4 Buchstaben. 5 Buchstaben hat der Code. Also wir warten noch ganz kurz. Schick mal Spark den Code als erstes, das stimmt. Das ist ein guter Call. Sparkling. Aber ich muss mich dann ein bisschen beeilen auch. Mann, wo ist denn seine Nachricht von ihm? Ich finde ihn nicht. Ah, hier. Native User Card flüstern. So. Muss COD starten. So. Sparkling, ich hoffe, du bist schnell. Es joinen nämlich schon die ersten. Ich muss den Code jetzt fertig machen. So, das ist der ganze Code. Es ist einfach noch ein M. LZBMM. Doppel-M, M und Ms. Screenhider-Bilder geben so Flashbacks, man hofft irgendwie gleich kommt Szene, wo hier alles Deutsch landet. Ja, das war so geil. Aber Ende des Jahres gibt's Verdansk. Und dann gibt's auch das wieder. Und dann machen wir Uncut-Runden, Drecksklasse auf Verdansk. Ich sag, wird trotzdem geil. Wir schaffen es da einige schon zu joinen. Die raten halt, ne? Die raten. Die raten. Ihr müsst mehrfach versuchen übrigens. Und bitte guckt jetzt auch gleich in Custom Game, dass ihr da eure Klasse nochmal ready macht, ne? Die Regeln sind Schild, Karambit, Wurf, Stern und Stim, Perks egal. Keine Autos und keine Streaks. Auch keine Drohnen, keine Konterdrohnen, keine Prezis, keine Cluster Strikes, nichts. Feldausrüstungen sind erlaubt und natürlich sind nur Kills mit dieser Klasse erlaubt. Das heißt, ihr müsst am Anfang looten, bis ihr diese Klasse zusammen habt. Ja. Gibt über 30 Möglichkeiten. Das stimmt, ja. Aber viele raten halt trotzdem immer richtig, ne? Weil die Leute wissen, dass ich eh kurz brauche, bis ich den ganzen Code reinschicke. Wozu, wieso nicht versuchen, weißt du? Kannst du noch warten, muss man eine MTZ und HRM 9 Klasse machen. Ich kotze. Warum kann ich nicht reingehen? Es versuchen halt gleichzeitig sehr viele Leute zu joinen, es sind schon 90 Leute drin und es versuchen auch immer mehr als darstellen. Jetzt sind es gleich wieder 100, ja, jetzt sind wir gleich wieder full. Eine richtig eklige Runde. RIP Papa Pizza. War mein Play lustig ohne Muni? Ach, du hattest keine Muni, Lolli. Du bist einfach nur, Digga, das sah so ultra, ultra lost aus, weil du die ganze Zeit nur durch die Gegend gestampft bist. Das sah so richtig aus, als wärst du wie so ein, wie so Mama hol mich ab mäßig. Das war nochmal lustig. Wie ist der Code? Das ist jetzt zu spät, weil, also erstens steht der mitten im Screen hier gerade unten links und die Lobby ist eh voll. Wir starten, okay? Jeder ready mit der Klasse? Eins, wenn ihr ready seid? Noch nicht einmal reingekommen heute. RIP. Das ist RIP. Aber man kann es natürlich auch nicht, also ist es halt auch schwierig für mich. Ich wünschte natürlich, dass jeder mal hier mitmachen kann, aber wie willst du das halt regeln, ne? Hatte keine Muni, ah, okay. Darf man dich auf der Gamescom nach einem Autogramm fragen? Ja, natürlich. Wenn das ernst gemeint war, also. Das ist ja auf der Gamescom, sage ich jetzt mal. Also, das ist da normal. Bilder,
Dann wollen Leute oftmals, dass ich irgendwie auf Controllern oder sowas unterschreibe. Das ist eigentlich immer ganz geil. Deshalb klar. Dafür geht man ja zur Gamescom. Also beziehungsweise das ist ein großer Grund für mich zur Gamescom zu kommen, um mal natürlich auch viele von euch zu sehen, so, ne? Weil ihr seht mich jeden Tag hier im Stream gefühlt, aber ich sehe halt keinen von euch. Die, die immer dabei sind, haben irgendwelche Tricks, die sie nicht nennen. Ich glaube, es kommt viel auf die Internetverbindung an, Luffy. Zweimal Klasse gemacht und nicht reingekommen, RIP. Ja, ich, I know, das ist scheiße. Aber wisst ihr, also hat jemand eine Idee, wie ich es besser machen kann, so, wisst ihr? Es ist halt auch sau schwierig für mich. Moin, so. Niemals unterschreiben lassen den Controller. Wieso? Ist doch cool. Du darfst mich auch gerne nach Autogramm fragen. Mach ich. Sinkt Wert. Oha. Freust du dich, mich mal zu sehen? Fällt mir ein guter Spruch ein? Nee, mir fällt kein guter Spruch ein. Nee, ich habe Angst, weil du bis dahin wahrscheinlich größer bist als ich. Und du hast nicht so einen weiten Nachhauseweg diesmal nach der Gamescom. Ja. Ja. Obwohl ich sagen muss, ich vermisse ein bisschen die Langstreckenfahrten. War schon immer sehr geil. Ich fahre schon gerne Langstrecke. Ist mir aufgefallen. Ist schon geil. Könnte auch an der Internetverbindung liegen. Ja, ja, meine ich ja. Chris, kann ich Gamescom bei dir pennen? Nee. Schilden, was noch spielen? Nee, also das kann jetzt nicht dein Ernst sein, wenn du das jetzt gerade fragst. Ist auch angeheftet, die Chatnachricht. Bin nur als Zuschauer drin. Ja, das ist auch übel geil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Was Fallody einfach nix machen. Oha! Und wir schauen sogar Spark zu. In diesem Sinne, willkommen zu einer weiteren Uncut-Runde. Heute mit einer besonderen Klasse, denn der liebe Spark hat an diesem Sonntag, dem 25.02. Geburtstag und hat gefragt, ob ich so nett wäre, ihn entscheiden zu lassen, was die Regel für die nächste Uncut-Runde ist. Und seine Vorstellung, sein Wunsch war Schild und Messer. Keine Fahrzeuge, keine Streaks, Stim und Wurfstern. Und das gucken wir uns jetzt an. Vor allem gucken wir uns jetzt an, wie Spark das selbst spielt. Wo ist überhaupt Gamescom? War nie dort? Auf dem Messegelände in Köln. Ja, kurz den Looter auf dem Dach abgecheckt. Landet hier sehr außerhalb, was ja auch echt smart ist. Weil er ja auch erstmal Lodi braucht, ne? Das heißt, Geld looten und sowas. Bin rausgeflogen. Yasin ist rausgeflogen. Gutes Zeichen für alle, schlechtes Zeichen für Yasin. Captain Crack landet auf Geld. Smart. Weil direkt Geld für Loadout. Und direkt neben ihm ist auch ein Shop. Niemand anderes kam auf diese Idee? Niemand anderes kam auf diese Idee. Erstmal Hände angucken, wichtig. Lodi kommt. Batsch. Und hoffen wir, dass er auch das richtige Lodi hat. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus und das ist auch der erste Kill. Oh ja. Oh, Wurfstein daneben. Wurfstein daneben. Wurfstein getroffen. Wurfstein getroffen. Und gefinisht. Alter. Uäh, ekelhaft. Wow. Aber die Wurfstände hebt man auch nicht mehr auf, ne? Das ist nämlich dumm. Ja. Er hätte ja safe einen davon auch aufgehoben. Warum hebt man Wurfsterne nicht auf? Du musst immer eine Munibox am Start haben, um Wurfsterne wieder aufzusammeln, beziehungsweise um neue zu bekommen. Masterbrain einfach, ja, voll. Er darf jetzt fighten. Es sind 99 Leute alive und er hat schon seinen Loadout. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier durchskippe, da ist noch kein Loadout. Da ist noch kein Loadout. Da wurde eine Drohne geused, die nicht erlaubt ist. Da ist noch kein Loadout. Hier ist Loadout. Rifle mit Loadout. Rifle mit Wurfstern daneben. Noch ein Wurfstern vielleicht daneben gleich. Da wird auf jeden Fall gut weggerannt. Wir wissen ja auch, dass Stunts und sowas nicht erlaubt sind. Und generell Schusswaffen nicht. Shield Break, nice. Ah, und das letzte daneben geschmissen. Jetzt müsste er halt eigentlich kurz
stehen bleiben. Oder er holt ihn sogar, glaube ich, ein gerade, oder? Oha, er hat ihn gleich. Oh ja, oh nein! Was bin ich hier sehend? Was bin ich hier sehend? Er holt ihn aber echt sehr gut ein, muss ich sagen. Das muss richtig schrecklich sein gerade für den, der da wegläuft. Weil er kann auch nicht hinter sich gucken, sonst ist er sofort tot. Finisher ist erlaubt, ja? Oh mein Gott. Ja, und das hätte ich jetzt auch gemacht. Man bekommt nur zwei Wurfsterne. Der das erste trifft. Und das zweite auch. Alter. Das ist Vogelwild. Major Murmeltier ist hier auch mit drin. Perfekt. Das ist auch wieder kein No-Lot. Alter, ist da gerade einer gesprungen. Will ich so vom Fünfer. Checker Jason hier ist noch nicht. Son of G. Ich würde sagen, okay, nee, wir gucken Tim Master zu. Tim Master für 1000 Dollar am Shop. Was willst du dir holen? Du kannst dir gar nichts holen. Ist der Shop gerade despawned? Er hat auch noch nicht sein Messer. Er muss quasi Schild-only gerade spielen. Er war scheinbar nicht am Lodi, sondern er hat sich nur ein Schild geholt. Was war das gerade? T-Bum ist hier auch am Rumrennen. Son of G hat jetzt auch Lodi. Hier wird noch gelootet. Rifle hat natürlich schon seinen ganzen Stuff. Da fährt wer mit einem Fahrzeug. Ist verboten, ja. Vala Morghulis hat jetzt auch Lodi. Ich würde sagen, da gucken wir mal vorbei. Da gucken wir doch mal vorbei. Vielleicht von oben auf ihn runterspringen. 5 Wurfsterne auch. Oh, wird hier Irinus gespielt. Hau rein, Yasin. Okay, passiert doch nichts. Ich glaube, das Endgame wird vogelwild. Es gibt ja auch keine Smokes, weil jeder Stim spielen muss. Ich glaube, wir werden sehr stacktes, sehr verrücktes Endgame sehen. Und ich glaube, es ist sehr smart, Wurfsterne und Stims zu bunkern, weil du kannst ja sowieso nichts anderes mitnehmen. Ich glaube, ich würde sehr viele Munikisten kaufen und einfach Stims und Wurfsterne bunkern. Ja, Streaks nicht erlaubt übrigens. Streaks nicht erlaubt, Fahrzeuge nicht erlaubt. So, T-Bomb könnte jetzt eigentlich zur Zipline gehen, könnte Leute pushen. Aber spielt halt jeder sehr vorsichtig. Dropex hier in einem 1 gegen 1 Gunfight, den gucken wir uns an. Aha, aha, aha. Okay. Gegens Schild. Er dreht sich immer weg, um genau dann den Wurfstern zu werfen. Oh, er hat einen Hit bekommen. Oh, 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 wird verprügelt. Alter. Dropex ist richtig verprügelt worden vom Schild. Ich glaube, dass das Schild dich echt schwer vor anderen Schildern schützt. Kann das sein? Einer benutzt Auto, ja, alles nicht erlaubt. Oder an großen Munistationen, ja, ja, ja. Da auch. Aber da musst du halt dann immer davor deinen Stuff droppen, ne? Ich glaube, bei 77, der Gegner, der gerade noch gesteppt ist, ist weg, ne? Da unten rechts am Lodi, oder? Ja. Und der nächste. Wir haben ein Western-Duell. 1 gegen 1 gegen 1. So sah das gerade ein bisschen aus. Oh, oh, er hat sich geduckt, glaube ich. Alter. Unter das Messer geduckt. Wild. Vielleicht jetzt die Zipline? Ja. Oder eine Gasmaske? Easy. Kann mich jemand töten, bitte? In-game. Bin stuck, wo? Bazinga? Warte, das will ich suchen. Ich will suchen, wo hier einer stuck ist. Nicht stuck. Nicht stuck. Nicht stuck. Nicht stuck. Nicht stuck. T-Bum stuck? Nee, nicht stuck. Dropex nicht stuck. Nicht stuck. Nicht stuck. Wir wollen ihn finden. Nein! Oh, weil da gerade einer stirbt, den wir zuschauen. Und ich genau dann weggucke und nicht schnell eins weitergehe. Oh. Wo bist du, stuck? Nicht, nicht, nicht. G6 kam ich hin. Norman Ritter.
Norman, 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 Norman. Hier. Da, wir haben ihn gefunden. Ja. Kann ihn jemand helfen? Will sich jemand einen Freakle abholen? Hier? So eine Scheiße. Was ist das für ein Spot überhaupt? Wenn du da einmal reingehst, kommst du dann nicht mehr raus, oder was? Oder wie ist das? Kann jemand Norman abholen, bitte? Das bin ich, ja. Kann jemand Norman bitte abholen? Der Arme, ja. Was für eine Scheiße, aber als ob man da nicht rauskommt. Oh, es landet jemand. Es kommt jemand. Ja, da kommt jemand. Der Retter in Not kommt. Nein! Ja, jetzt kommt aber ein Retter. Aber ich glaube, die wissen das nicht. Oder zumindest der eine weiß es nicht, dass er hier unten ist. Er ist stuck im Schützengraben, ja. Wichtige Stim. So, jetzt. Oh, kurzer Prozess. Sehr kurzer Prozess. Sehr kurzer Prozess da. Spark kommt jetzt auch hier hin. Was ich damals jetzt natürlich jetzt gemacht habe, ist, dass jetzt ganz plötzlich die ganze Lobby hier ist. Jeder wollte irgendwie den Retter spielen. Aber das sorgt jetzt natürlich dafür, dass jetzt hier einige Leute sind und die werden sich jetzt auch fighten. Wir gucken Spark zu, dem Geburtstagskind. Ich glaube, er faked. Nee, ich glaube, er war da wirklich stuck. Da hing ich auch schon fest. Ja, ich glaube, es ist wirklich ein Bugspot da. Stark. Sehr, sehr stark. Da ist auch einer oben drin. Haifisch steckt jetzt auch fest. Nein, oder? Ist da jetzt der nächste reingestackt? Bitte guck mal nach, Spark. Da muss jetzt bitte jemand nachgucken, dass er. Ich bin jetzt am gleichen Spot stuck, weil ich ihn gekillt habe. Was? Du sollst ihn doch dann nicht looten. Nein, ist das geisteskrank. Ist da jetzt wirklich jemand direkt wieder stuck im gleichen Spot? Ja! Nee, also. Also, das ist ja scheiße. Also, das ist ja richtig scheiße. Das ist ja wirklich richtig scheiße jetzt. Warum lootest du ihn denn dann auch? Warum, Haifisch? Wieso? Ironic spielt Wurfmesser. Ja, ist auch wirklich zu schwer, wenn ich es 100 Mal sage. Fahrzeuge verboten? Ja. Es ist zu schwer. Ist zu schwer. Er lässt sich jetzt auch nicht töten da, ne? War aus Versehen. Ah, Haifisch ist rausge. Und abgestochen worden. Das ist unkorrekt. Das ist unkorrekt. Das ist ja unkorrekt. Man hat sogar gesehen, wie er in die Stelle geslidet ist, als er Norman geholt hat. Oh no. Wie unkorrekt. Da holt ihn jemand aus dem Spot raus und sticht ihn ab. Aber nee, natürlich Wurfmesser nicht erlaubt. Deshalb sagen wir ja Wurfstern. Jetzt halten sich die meisten dran, aber halt leider nicht alle. Oh, ja, da kommen wir. Und eine Klatsche bekommen. Schade. So, Haifisch gucken wir doch jetzt einfach am besten im Gulag zu, oder? Ironix benutzt auch Autos. Es kann nicht so schwer sein, wirklich nicht. Es kann nicht so schwer sein. First Hits, wichtig. Die Nate hat aber gehittet, aber Gegner hat auch einen Hit bekommen.
Oh, ja, nice. Okay, GG's. GG's. Uncut Enzo. Alter, kommen da viele hin. Da gucken wir zu. Ich gucke jetzt Gem zu. Schade, Kitty. So, da müssten jetzt einige sein, da hinten in der Ecke. Wir haben 52 Leute live auf die vierte Zone, ohne Ausbruch. Und du hörst keine Schüsse. Das ist zumindest gut. Ich meine, ja gut, es halten sich Leute nicht richtig an Regeln. Dann wird ein Wurfmesser gespielt statt einem Wurfstern. Da wird ein Fahrzeug benutzt, so was nicht erlaubt ist. Ist scheiße, aber es ist besser als, wie wir es sonst gewohnt sind, dass Leute irgendwie mit normalen Waffen spielen und sowas. Es ist oft so mit Regeln, ja. Mich wundert das nicht mehr so wirklich. Und das ist jetzt hier natürlich eher so ein bisschen unspannend, weil natürlich die Leute jetzt hier erstmal chillen. Fleischrakete 69, komm. Aaron spielt auch Abschussserie, ja, das ist halt, also, das verstehe ich dann nicht. Dann hat er ja aber gar nicht zugehört, er hat nur mitbekommen Schild und Messer. Nice. Zip-Meter, ja. Man kann auch einfach die ganze Zeit jetzt in der Luft stayen mit Ziplines, ne? Man muss ja nicht mal eigentlich wirklich spielen gerade. Das, was viele hier gerade machen, ist beispielsweise hier Geek Erle auch einfach oben zu sitzen. Er hat sogar, oh mein Gott, er hat Flaggenaufträge gemacht. Er weiß genau, dass die Zone hier hingeht. Und bei der Zip fliegen Leute die ganze Zeit einfach weg von der Zip und gehen dann wieder an die Zip dran. Auch wild. Sehr wild wäre natürlich auch dafür, irgendeine Waffe aufzuheben, schnell die Zip abzuschießen und das Wurfmesser oder das Messer wieder in die Hand zu nehmen. Dass Leute das nicht machen können. Ich sag mal, es ist dann Grauzone. Es ist auch es ist Grauzone dann. Und da landet einer auf ihm, glaube ich, oder? Nee, ist daneben gelandet. Nein, nicht die Wurfmesser so verschwenden. Geh doch runter zu ihm. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein Gott. Er hätte ihn so easy töten können. Guck mal, wie viele Leute da fliegen jetzt. Batsch. Oh mein Gott, da landen so viele auf einmal. Aber keiner ist oben gelandet. Er ist immer noch safe da. Er ist immer noch safe da oben. Oh, da schlachten sich gerade welche ab. Ich gehe mal hier eins weiter. Norman Ritter wieder raus. Raus aus dem Knast. Was sehe ich hier? Ich weiß auch nicht. So, Ironix ist der mit Wurfmesser und Streaks und sowas. Da gucken wir nicht zu. Den, warte mal, den könnt ihr gerne töten hier. Ironix hier auf dem Dach. Muss ich aber sagen, verstehe ich nicht so ganz. Also, wir haben die Regeln eigentlich gut besprochen. Das ist der Mann hier bei dem Auto. Boah, tot. Was ist denn das für ein Spot? Ach du Scheiße. Q-DJ. Adam. Langsam wird es jetzt ein bisschen... Oh mein Gott, ich dachte, er wird so aufklatschen. Langsam wird es jetzt ein bisschen stackter hier. Gibt es die Zipline noch? Die Zipline gibt es noch. Okay. Ich sag's euch, wie es ist. Ich wäre so einer der Leute, die jetzt hier eine Waffe in die Hand nehmen würden. Die Zipline abschießen würden und dann das Messer wieder in die Hand nehmen würden. Dreimal würden in einem halben Satz. Ja, 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 ja. Solange niemand fighten muss, macht's natürlich auch keiner. Dom sitzt hier auch hinten im Van drin. Luki Lamborghini. Yannick 0 Kills. In allen Uncut-Runden zusammengerechnet. Was macht er da? Er sitzt da einfach als Open Field. Hier schießt jemand. Ja, ich glaube, da hat jemand die Zipline runtergeschossen. Und hat auf meinen Call gehört. Jetzt gibt es halt keine Leute mehr, die sich an der Zip die ganze Zeit hochziehen können. Und da entsichert sind. Boah, und Noah zwei Wurfsterne weg. Verschwendet. Er ist ein Hase, ja, er hoppelt da auf dem Feld rum. Noah, dritter Wurfstern daneben. Hat er nur noch einen. Munibox, wichtig.
Jetzt wird es langsam spannend hier. Oh, guter Sheetbreak. Oh, und perfekt im richtigen Moment abgestochen, die Sau. Ah, macht er gut. Macht er gut, Noah. 7 Kills auch. Joni schreibt, es sind so viele. So, 6. Zone. Da wird gestochen. Boah, durchs Schild durch. Abgestochen, die Sau. 8 Kills, wir bleiben auf Noah drauf. Noah, professioneller Knife Runner, wie ich hier sehe. Na, aber mit Wurfstellen geht nicht so gut. Ach du Scheiße. Und jetzt wird's halt. Jetzt wird's halt wild. Jetzt wird's halt wild. Das ist, glaube ich, Haifisch hier, oder? Mit diesem. Er hat sogar weggedreht. Oh mein Gott, wie gut weggedreht mit Schild zum Gegner. Ja, professioneller Knife Runner, der Mann. Noah macht das hauptberuflich. Ja, ja, ja. Ich sehe das schon. Noah macht das wirklich hauptberuflich. 26 Leute noch alive. Wir bleiben auf Noah drauf, würde ich sagen. Gasmaskenplay wird halt auch sehr wichtig sein, sage ich. Hier auf Kills zu gehen macht wahrscheinlich Spaß, aber es ist nicht smart, um die Runde zu gewinnen. Auf Kills zu gehen. Oh mein Gott, man hat überall nur Schlitze. Und wieder daneben. Die Dinger kannst du auch nicht wieder aufheben. Das ist halt auch das Problem, ne? Oh, und jetzt ist er tot. Noah hat ein Messer in die Seite bekommen. Wird der gefinished? Ja, er wird gefinished. Okay. Rifle auch noch alive. 3 Kills. 23 Leute auch noch. Hilfe. Da landet noch jemand mit Schild. Ach du Scheiße, guckt euch das an. Oh mein Gott. Oh, oh, jetzt wird hier geknallt. Ich mache ganz kurz Cam weg für ein gutes Thumbnail-Bild, weil ich glaube, es könnte gleich ein gutes Thumbnail-Bild entstehen. Oha. Ja, es ist schon gut. Da ist schon was dabei gewesen. Ja, okay, okay. Wichtige Platten jetzt wieder. Aber hat auch gar keine Gasmaske. Hat direkt Zone-Damage bekommen. Oh, 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 das ist ein guter Push. Das ist ein starker Push, wow. Wow. Das war ein richtig guter Push. So, und das ist jetzt eine Clone. Nee, das ist eine Moving Zone, okay. Das ist eine Moving Zone. Ironix Wurfmesser, ja, ja. Ironix hat es leider nicht hinbekommen, sich da an Regeln zu halten. Da machen wir auch weiterhin Auge. Sehr gefährlich. Auch in jeder Anker-Runde gefühlt drin. Enzo. Du hast gar keine Waffen. Du hörst einfach nur. Wie? Weißer CDL-Skin Ironix. Okay, ja. Weißer CDL-Skin. Chat. Boah, ist richtig gut nach. Boah, gewartet aber. Digga. Wurde sofort rausgetradet, die Sau. Geek Earl auch mit dem nächsten Kill. Das ist auch das normale Messer, was nicht erlaubt ist. Ist gar nicht so schwer, ne? Ich habe, glaube ich, mindestens 8-mal gesagt, Schild und Karambit. Naja. Das ist Ironix hier. Ironix ist hier hinten drin. Das ist Ironix hier auf dem Auto. Chat. Just saying. Der spielt normales Wurfmesser und so. Hat Fahrzeuge benutzt, Streaks benutzt, alles Sachen, die wir halt verboten haben. Aber irgendwie konzentriert sich da keiner drauf, weil jeder ist natürlich hier gerade auch ein bisschen unter Stress. Sage ich jetzt einfach mal. Ach du Scheiße, was passiert hier? So viele. Und die fighten sich auch nicht gegenseitig. Er versucht hier beispielsweise komplett rauszubleiben aus den Fights. Boah, das war ein guter Simplay. Noch Platten out of Zone geben und dann wieder rein. Nächster Kill. Und jetzt wird nur noch gestochen. Jetzt wird nur noch gestochen. Nächster Stim. Und Adam nur noch am Abstechen. Adam nur noch am Stechen. Wow. Aber nichts ist raus. Wichtig. Noch eine Stim. Digga, Adam hat so viele Skins. Stims. Immer noch mehr als 2. Noch einen genockt. Platten kann er sich nicht geben. Alter, was passiert hier? 6 Leute noch alive. Den nächsten genockt. Digga, Adam macht das auch richtig stark hier. Adam macht das richtig stark. 1 gegen 1 gegen 1. Noch eine Stim. Er hat keine Stimme. Er ist tot. Oh mein Gott. Und er hat so viel Fallschaden genommen. Und hier unten ist einer. Oh, jetzt geht er noch hier vorne.
Ah, er ist tot. Wer hat gewonnen? Dame. Dame Yoden hat gewonnen. Es ging nur... Oh mein Gott. 2 Sekunden später, er wäre auch gestorben an Zaun. Hilfe. Einfach wegrennen war am Ende dann tatsächlich sogar noch der Play zum Win. Krass. Wie Frankfurt Hauptbahnhof. Das Endgame war wirklich gerade Frankfurt Hauptbahnhof. GG's. Der Skin sieht irgendwie komisch aus. Der sieht nicht so aus, als sollte der wirklich so sein, oder? So voll viele weiße Stellen, aber dann auch noch so Militär drunter einfach, so ganz normal. Sieht irgendwie buggt aus. Irgendwie komisch. Naja, GG's. War meine erste Ankerrunde, Norman Ritter. Geil. Erste Ankerrunde direkt mal in den Boden geglitscht. Perfekt. Ja, gut. Ist okay. Ist okay, ist okay. So. Ich würde sagen, ihr wollt wahrscheinlich noch Wondel. Nee, das war nicht Last Round. Hätte er mal das Safe durchgezogen, ja. Ja. Aber er wusste halt auch noch, dass oben einer alive ist. Und er weiß ja dann auch nicht, ob er der das überlebt. Ja. Unlimited Darts, danke für 13 Monate Prime. Waschlappen, danke für 16 Monate Prime. Rein damit für keine Werbung. Wichtig. Und Keko hat mir vorgelesen, ne? Ja, hatten wir. Bin Vierter, aber GG's hat Spaß gemacht. Yannick, hast du mal eine Uncut-Runde gewonnen? Jemals? Der oben ist gestorben, aber nicht direkt, glaube ich. Also ich dachte auch, dass er noch alive ist oben. Ich habe ihn noch ziemlich lange gehört. Dann aber kein eklig spielen, ja, das sowieso. Was soll ich machen, wenn ich Wurfstern nicht frei habe? In Custom Games hat jeder Wurfstern frei. In Custom Games hat jeder den Wurfstern frei. Da hat jeder alles frei. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach eine Wondel-Solo-Runde. Ja. Ironix einmal im Chat melden, das stimmt, ja. Was ist Ironix Grund gewesen, sich nicht an die Regeln zu halten? Er hat ja nur Schild und Messer mitbekommen, alles andere war ihm egal. Duo machen wir nicht, ne. Ironix, Best of Electronics. Digga, diesem, gibt's Ironix noch? Gibt es noch Ironix, Digga? Ironix. Ironix Deutschland, ja. Krass. Unterhaltungselektronik und Haustechnik-Shop. Crazy. Sowas verstehe ich nicht, dass solche Shops nicht noch halten können. Und die müssen so ein riesengroßes Volumen haben an Lagerbeständen. Das ist so viel Kohle. Ich verstehe das nicht, dass sich solche Geschäfte halten können, Bro. Ich war noch nie in einem Ironix, mein ganzes Leben. Crazy. Aber gut. Wondel. Wondel Solo. Da immer PS5s gebottet. Perfekt. 9P6L. Code, ja. Ich schicke gerade Code. Also das sind die ersten 4 Stellen. Code hat 5 Stellen. Achtung. Wondel mit normalen Waffen, ja. Jetzt ohne... Ohne Regeln, nur die Standardregeln, ne? Also nicht ehrenlos. Banger. So, bin gespannt, ob irgendjemand das wieder errät. Beratung wird noch geschätzt, aber mal sehen, wie lange noch. Du bekommst ja in der Theorie auch eine Beratung woanders, weißt du? Ironix ist meist günstiger als Mediamarkt. Echt? Ah, okay, krass. Aber ohne Treten, mittreten. Abgespeckt Abschüsse? Keine Ahnung. Haymaker willkommen. Nein, Haymaker verboten. Haymaker verboten. So, okay, ganzer Code. So. Wondel Solo. Es gab mal so viel Auswahlmöglichkeit für Custom Games, ne? Wir hatten Wondel und Ashika. Resurgence, alle Modi. Und wir hatten sogar noch Wondel Battle Royale noch dazu. Gibt es alles nicht mehr, ne? Wondel Battle Royale generell komplett gone.
Ja, Gashi kommt. Welche Waffen? Jetzt dürft ihr spielen, was ihr wollt. Außer halt die ehrenlosen Waffen, ne? Also Shotguns verboten, Cut AMR verboten, Schild verboten, Stunts verboten, Brandmunition verboten. Diese ehrenlosen Sachen halt, ne? Die sowieso keiner haben will. Das ist verboten. So, 70 Leute sind drin, wir können sogar direkt starten. Wer ist alles drin? Okay, 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 okay. Mobile Customs machen? Weiß ich nicht. Ich habe noch nicht einmal Warzone Mobile gestartet, nur runtergeladen. Jesko, ich denke, letzte Runde. Joe TV, weil es sehr viele Leute gleichzeitig versuchen. Und die Leute, die dann im Nachhinein noch reinkommen, sind die, die das einfach wegdrücken und direkt nochmal neu Code angeben. Meistens funktioniert es nicht direkt beim ersten Mal. High only, Yannick. XRK Stalker erlaubt, ja. Ja, 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 ja. Ich denke, letzte Runde jetzt, ja. Moin, Tim. Diesmal schaue ich, dass ich genug Muni habe. Das wäre eine gute Idee, ja? Das wäre eine gute Idee. Warzone Mobile kriegt von mir einen Daumen nach oben. Chat, habt ihr schon mal Warzone Mobile gespielt? Eins, wenn ja, zwei, wenn nein. Weil ist ja in Deutschland jetzt, glaube ich, kostenlos verfügbar. SCAR-H erlaubt. Was ist die SCAR-H? Meinst du die TAC-V? Dann klar, ja. Das sind gerade noch Customs, ja. Wie war der Code? Das ist jetzt zu spät. Wenn die Runde schon startet, ist es egal, weil dann kommst du eh nicht mehr rein. Dann ist der Code im Nachhinein egal. Okay, viele Zweier, ja. Warzone Mobile besser als Warzone auf PC. Ich habe es halt wirklich noch gar nicht gespielt, ne? Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, mich juckt es auch nicht so sehr. Also, ja, es interessiert mich einfach nicht so. Das haben wir. Aber gut, Uncut-Runde auf Wondel haben wir lange, lange nicht mehr gemacht. Und heute machen wir es mal wieder. Wer ist hier alles mit drin? Akinji ist drin, Marcy ist drin, auch wenn er Mr. C heißt. Bumswurst mit Goofy im Klartag ist auch drin. Julia ist drin. Julia, gucken wir ganz kurz zu, wie sie early stirbt. Okay, sie stirbt nicht. Achilles ist drin, landet hier ganz hinten am Bahnhof, okay. Ganz verrückter Spot. Noch nie jemanden gesehen, der da landet. Packt ihr ein Auto und fahr einfach mal über Verdansk, hab fast geweint. Ist die ganze Verdansk-Map zu spielen? Da müssen wir dann eigentlich wirklich noch machen, ne? Das muss man eigentlich wirklich noch machen. Aber, ja, angeblich soll wohl auch in Warzone Mobile das Waffenleveln sehr einfach sein. 360p? Ne, dann einmal Stream neu starten oder neu laden, dann soll's gehen. Bratwursch HD. Super. T-Bomb auch jede Ankerdrohne mit drin. Sehr gefährlich, auch jede Ankerdrohne mit drin. Adam, auch jede Ankerdrohne mit drin. Oh. Jemandem sterben zuzuschauen, auch immer geil, weil dann ist man direkt wieder beim ersten und müssen alle durchgehen einmal. Ja, 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 ja. Oh, sehr gefährlich tot. Adam. Akasa, okay. Schneggels. Easy as fuck, man muss eine Runde spielen, hat gut 10 Level fertig. Okay. Ja, das ist wirklich gut dann, ja. RIP. Was mich immer stört bei Mobile Games, ah, das war sogar Sandro hier direkt, ein zweiter, sehr gut. Was mich immer stört an Mobile Games, und das ist mir auch bei COD Mobile aufgefallen, nicht Warzone Mobile, sondern COD Mobile ist ja nochmal was anderes. Du kannst dein, wenn du mit Controller das spielen willst, kannst du die Dead Zones nicht einstellen. Und die Dead Zones ist standardmäßig schrecklich. Ich habe eine niedrige Dead Zone in Warzone eingestellt. Ich glaube so 3 oder so. 3, 4, irgendwie sowas. Und in Warzone Mobile ist es vielleicht auch so, in COD Mobile auf jeden Fall. Da kannst du nichts daran ändern. Die ist standardmäßig auf 25 oder so. Das heißt, ein Controller reagiert das ohne Scheiß gefühlt eine Sekunde, nachdem du drückst. Und du kannst halt überhaupt nicht richtig aimen. Deshalb mit Controller ist ziemlich scheiße. Und ich bin halt kein
Mobile Gamer, so gar nicht. Auch wenn ich jetzt hier diese Fingerkondome von dem Paket habe, was hier immer noch hinter mir steht übrigens, das riesen Warzone Mobile Werbepaket, was ich da bekommen habe. Was übrigens kein Placement war, ne? Sie haben mir einfach das geschickt und ich durfte damit machen, was ich will. Ja. Moin Muas. Man kriegt auch richtig viel XP in Battle Royale Mobile, ja, kann sein. Aber es holt mich halt nicht so ab. Es ist halt im Endeffekt immer noch ein Mobile-Game. Und ja, Verdansk ist da zurück und ich würde sehr, sehr gerne mal wieder Verdansk spielen, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche. So. Sandro macht da gut. 5 Kills auch schon. Levi 94. Punisher auch mal wieder dabei. Komm, Punisher gucken wir mal wieder zu. Duos haben wir heute nicht gemacht, weil man sonst immer so Trios und Quads auch hat. Das ist in Custom Game alles verbuggt, leider. Wie geht's? Wie steht's? Ankerrunden die ganze Zeit schon. Wir haben Drecksklassen Ankerrunden gemacht. Das war heute sehr geil. Das hat sehr, sehr gebockt. Auch ein neues Format quasi, beziehungsweise was Neues, was man jetzt immer machen kann. Sehr geil. Und Ankerrunden sage ich schon. Und Drecksklassen-Video soll ja im Optimalfall alle 2 Wochen auch auf dem Hauptkanal kommen. Als Format, 2-mal im Monat. Wäre schon geil dann eigentlich. Du kannst Warzone Mobile, glaube ich, nicht mehr mit Controller zocken. Doch, das sollte gehen, glaube ich. Das sollte gehen. So, jetzt ist auch wieder alles erlaubt hier an Waffen. Punisher mit MTZ und HRM. Full Meta. Ich glaube, es sind 2 Leute vor ihm. Oder? Punisher auf jeden Fall. Oh mein Gott, was ist das für ein erster Gunfight? Ja, das ist der zweite. Der auch auf korrekt den Kill von Punisher finisht. Sehr korrekt. Boah, das ist so crazy verswettet. Ja, klar, geht alles. Ja, okay, ja. Was auch immer geht mit Controller, habe ich auch gemacht. Okay, ja. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn es nicht so ist. Mehmet Akinji, as usual am Campen. Classic. Kennt man nicht anders. Oh, jetzt bewegt er sich. Okay. Und kann sich einmischen in den Gunfight. Boah. Aber schon sehr viel daneben geschossen hier von Mehmet. Boah. Dreckslassen jede Woche wäre genial. Oh, das ist glaube ich, zu viel. Jede Woche wäre, glaube ich, zu viel. Perks. Richtig. Ein zweiter. Wenn wir noch eine Runde Knife Only machen. Nee. Wir können eine Runde zugucken, wie Julia stirbt mit 0 Kills. Schade. Schlecht. Weezy 2 Kills. In den Futterschacht. Futterschacht ist auch gut. Irgendwas fand ich sehr, sehr lustig irgendwann mal. Mit, also auch so ein Synonym für Essen. Was fand ich denn da so lustig? Irgendwas hinters Fressbrett klemmen war es, glaube ich, ja. Ich glaube, hinters Fressbrett klemmen. Das war nicht stark. Aber Futterschacht ist auch gut. Ja, nice Shots. Hätte sogar noch weiterschießen können, weil die Wondel Ziplines sind wirklich so Arsch. Wurstfach? Nee, das ist was anderes. Oh. RIP. War der Junge, der auf der Gamescom 22 zu dir gesagt hat, dass ich dachte, dass du größer wärst. Das kann sein, ja. Das, also ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass mir das mal gesagt wurde. Nice Jump und tot. Und auch noch gegen Gebüsch gerannt. Losgelassen, Weezy. So losgelassen. Bratwurst, wichtig mit der grünen Rank-Tarnung aus Season 5. Oh. Ich habe die 36 Geschmiedetarnung fertig. Nice, Thomas. Auch unkorrekt einfach. Ich bin ganz normal. Ich bin 1,82, 1,83. Zuschauer auf Gamescom. Ich dachte, du wärst größer. Was dachtet ihr, wie groß ich bin? Dachtet ihr, ich bin ein Hühner oder was? Dachtet ihr, ich bin ein John Rage? John Rage ist einfach 1,93 oder so, ne? Richtiger Lachsnacken.
Bald Product Placement mit Egon für die Venus. Oh, würde ich mich sehen. Auf die Venus gehen. Oh, mit den Fingerkondomen. Sehe ich mich. 1,56. Bodenlos. John brutal groß. Ja, John ist wirklich Riese. Bratwurst am Hochklettern. Und da ist eine Clustermine. Und tschüss. Hätte ich genauso gemacht. Vincent auch überraschend groß. Vincent so groß wie ich, oder? Du bist so klein, haha. Ist das geisteskrank. Ist das geisteskrank. 1,82, ich dachte auch, du bist größer. Wirklich größer, Chat? Ganz normal groß. Muss das sein mit dem Waffenwechsel-Spam? Ja, das muss manchmal sein. Mach ich auch manchmal. Ein Zimmer ist wie Phil. Echt? Ist Vincent größer als ich? Crazy. Ich hasse die dann so sehr. Tiba haben gute Shots mit der, aber ich finde sie so kacke mittlerweile irgendwie. Ich mag die gar nicht mehr. Der Kopf lässt sich groß wirken. Du meinst, weil ich so einen Quadratschädel habe? Okay. Mogelpackung, geisteskrank. Mogelpackung einfach. Diox sagt immer, jeder Mann hat 2 Meter bekommen. Und die Differenz zu den 2 Metern Körpergröße, die ist dann halt woanders. Deshalb hat Diox auch einen 50 cm Anaconda. Weil er ist halt nur 1,50 groß, ne? Es ist alles wegen dem Kopf. Einfach grundsätzlich alles bei mir ist wegen dem Kopf. Alles ist auf mein Quadrat zurückzuführen. Glaube ich auch. Ich bekomme auf Insta immer Leute mit quadratischem Kopf angezeigt. Was soll ich mit dieser Aussage jetzt anfangen, Mario? Lange Arme? Ich habe auch ganz normale Arme. Ich bekomme auf Insta immer Leute mit quadratischem Kopf angezeigt. Was für eine Scheiße. Schick's dir nachher mal. Oh, oh, oh. Guck mal du. Oh, oh. Und selbst naden. Wichtig, Tibam. Nochmal selbst naden. Auch einfach keiner drin. Wie ziehst du einen Helm an? Ich brauche immer eine Sonderanfertigung. Ich muss da immer so eine Minecraft-Schachtel oder so einen Karton einfach auf den Kopf setzen. Und dann schneide ich da mein Gesicht aus. Und dann geht das schon. Zeig mal deine Füße. Okay, was passiert jetzt? Ist dein Kopf in Real Life wirklich so groß? Ja, einen ganz normalen Kopf. Nur mein Gesicht ist sehr, also sehr markant. Meine, was ist das? Kieferknochen sind halt eckig oder so. Einfach kein rundes Gesicht, sondern ein quadratisches. Das war's. Und Kracher. Und Kracher. Wem können wir hier noch zugucken? Ah, okay, jetzt bewegt er sich. Gibt sich auch die letzte Platte nicht. Mikrowelle als Helm, ja? Funktioniert auch. Oh, okay. Nice. Oh, und tot. Ja. Oh, leer geschossen, der Gegner. Nein. Riesenscheiße. Riesenscheiße. Das war die letzte Chat-Nachricht. Jawline-Check. Okay, hier hinten ist aber nicht so viel los. Fleischrakete tot. Hier wird geschwommen. Gulaschi. Gulaschi ist ein Fußballer, oder? Was hat er geschrieben? Er hat einen Mitspieler in der Ankerdrohne beleidigt und ihm vielleicht auch den Tod gewünscht. Deshalb war das seine letzte Chatnachricht.
Hab's geschickt. Er meinte wahrscheinlich in-game. Ja, musst du halt dann aber auch so schreiben. Kannst nicht in meinen Chat schreiben, Name XY, Zitat, ich hoffe, du verreckst. Das geht halt nischt. So, Mario hat mir was geschickt. Digga, das kann ich halt auch nicht zeigen, ne? Was glaubst du, wie oft mir das schon geschickt wurde? Was glaubst du, wie oft mir das schon geschickt wurde? Das darf ich halt nicht zeigen und drüber lachen, Mario. Aber glaub mir, das ist schon 100 Mal in meinen Insta-DMs gelandet, dieses Video. Ich kann es euch nicht zeigen, Chat. Ich werde gecancelt dafür. Es ist auf jeden Fall ein quadratischer Kopf zu sehen, ja. Aber ich sag mal, der Mann ist vielleicht noch anders ein bisschen eingeschränkt. Da können wir uns nicht drüber lustig machen. Q-DJ sitzt hier unten noch, am DJ-Pult. Sehr slow irgendwie gerade. Gulashi, Rabbit. Alle sehr am Slow spielen, jetzt habe ich gerade geswitcht. RIP. Den Gunfight von Rabbit gucken wir uns natürlich an. You got gas moving in. Trau dich, nee. Was hat das eigentlich mit den Kanistern auf sich? Das ist wild übrigens. Boah, aber gutes Timing. Starkes Timing von Rabbit. Wer hat damit angefangen? Ich glaube, dass Carsten, also Elotrix, hat damit angefangen, zu sagen, ich habe einen Kanisterkopf. Und dann hat er halt noch ein Sub-Badge gefehlt und ich wollte halt irgendwas, was zu mir passt, machen. Und dann haben wir einfach verschiedenfarbige Kanister gemacht. Boah, veraimed Rabbit. Tot. Broly macht das gut. Broly auch guter Spieler, hat schon öfter bei Ankerdrunden mitgemacht. Barback mit der HRM und Nades. Da ist Annika. Der Annika-Skin. Wer ist der Annika-Skin? Annika-Skin ist Adam. Adams tot. Wow! Okay, das wäre insane, wenn er das noch überlebt. Oh mein Gott. Ah. Machst du nichts, Adam. Vielleicht doch eher Plattengame statt der Stim dann. Gulashi gegen Broly. 9 Kills versus 12 Kills. Ja, GG's. GG's, Broly. GG's. Hab gar nicht gecheckt, dass ich auf YouTube war. Hä? Einfach nicht gecheckt, auf welcher Plattform man den Stream schaut. Du kannst es uns zeigen, du hast ja was gemeinsam mit dem. Ja, zum Glück nicht alles. Zum Glück nicht alles. GG's. Oh, ich habe auf meinen Monitor gespuckt, glaube ich, gerade. Schlecht. Sauber machen. GG, das war eine schlimme Runde, schreibt GGD. War auch die letzte Runde des Tages. Ich muss sagen, ich habe wieder schlecht geschlafen. Ich muss es echt. Gestern habe ich mir vorgenommen, Mittagsschlaf zu machen, habe es nicht gemacht. Heute muss ich es eigentlich wirklich machen. War letzte Runde, ja. Mir wurde mal erzählt, dass Frauen so muskulösen oder markanten Wangenknochen attraktiv finden. Muskulöse Wangenknochen ist geisteskrank, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube nicht, dass man das muskulös nennen kann, oder? Aber ansonsten habe ich jetzt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht, ja. Ja. Solo Wonne so boring. Ich fand's auch gerade. Es war safe die schlechteste Ankerrunde von heute, oder? Ich war eins vor einschlafen. Sag ich, wie es ist, Schocks. Also zum Zuschauen auch einfach nicht so geil. Aber gut, wir haben auch auf Ursikstan die ganze Zeit mit Regeln und sowas gemacht, ne? Und vor allem Drecksklasse war halt sehr geil. Muss man auch sagen, wie es ist. Ja. Ich habe schon ausgemacht, Milan. Der PC ist schon aus. Aber, das ist immer so. Es freut mich sehr, Chat, dass ihr immer Bock habt auf noch eine Runde. Aber wir wollen ja auch, dass das was Besonderes bleibt. Und, na gut, wir haben auch schon wieder 15 Uhr, ne? Boah. Boah. Ich werde jetzt ins Gym fahren. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen entspannten restlichen Sonntag. Unlimited Darts, danke für 13 Monate mit Prime. Warte mal, das habe ich vorgelesen, oder? Waschlappen mit 16 Kek? Ja, ich habe alle. Wir haben alle. Wir haben alle. Chat, wir sehen uns morgen früh um 9 wahrscheinlich wieder. Und dann wünsche ich euch, wie gesagt, noch einen entspannten Sonntag. Und bis morgen, Chat. Macht's gut. Ciao, ciao. Und ich hoste euch noch zu wem? Ich hoste euch zu Denno rüber, Chat. Ab zu Denno. Ab zu Denno, Chat.